So. Also damit sei schon mal wieder bewiesen, dass wir wirklich alle eine Vollmeise haben. Alle, nur in verschiedenen Bereichen. Einen wunderschönen Abend. Der Alexander ist nicht da, das sehen wir wissen das. Aber Alexa, es gibt ihn noch, oder? Ja, genau. Ich soll euch sagen, das Hoax-Mobil fährt irgendwann hier vor und dann kommt das Hoax-Mobil. Das will ich dann aber sehen, das Hoax-Mobil. Ich glaube, das habe ich jetzt verkackt, das dürft ihr ihm nicht erzählen. Ach so. Okay. Macht euer Auto Hoax. Sehr gut, da sind wir. Sehr, sehr gut. Was steht hier? Friedrich-VB investiert sein Vermögen von 10 Euro in den Programmausbau für das Ferngespräch. Vielen Dank, Friedrich-VB. Das ist super. Dankeschön. Ich stelle jetzt gerade fest, dass ich Bernd Haar das Bild nicht optimiert habe. Oder der Bernd Haar hat sich massiv umgesetzt. Du sitzt richtig, nee. Bernd. Ah. Okay. Ich bin halt kein Esoteriker und deshalb bin ich auch nicht optimiert. Vielleicht liegt es daran. Ich sehe schon. Ja, das wird heute interessant. So, okay. Ich schneide jetzt diese seltsame Tür, in der du immer verschwindest, im Hintergrund ab. So. Dann könnte ich die Lydia. Lydia, hast du hier irgendwo was stehen, was wichtig ist, was ich nicht abschneiden darf? Nein, das passt schon. Wir hatten ja schon öfter über diese Day of the Dead-Figur hier gesprochen. Ja. Genau. Aber das ist auch eher was Kulturelles, glaube ich. Volksglauben, okay. Naja, gut. Dann kann ich dich ein bisschen größer, hinter deiner Wand kann ich dich dann ein bisschen größer zoomen. Sehr gut. Holm-Gero Hümmler, sag doch mal was. Ja, das mache ich gerne. Spitze. Ich höre mich super gerne reden, ja. Sehr gut. Alexa höre ich auch. Und den Alexander hören wir demnächst. Dann können wir doch diese Sendung schon mal damit kickoffen, Alexa, mit deinem Lieblingsthema, wozu wir auch ein Emote haben, dass du vielleicht, muss ja nicht lang sein, kurz mal, also wirklich so kurz die Esoterik definierst. Im Prinzip ist Esoterik, um es wirklich kurz zu machen, weil man könnte es auch sehr lang machen, eine Bezeichnung für diverseste Geheimlehren oder Wissenskonstrukte oder Weltanschauungskonstrukte, die angeblich nur wenigen zugänglich sind. Den Begriff esoterisch gibt es schon seit der Antike. Seit dem 18. Jahrhundert ist er in Deutschland belegt. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es den Begriff Esoterika und hat das Ganze auch so einen abwertenden Beigeschmack bekommen. Und das Verrückte daran ist, dass man eigentlich damit Geheimlehren bezeichnet, aber das Ganze heute überhaupt nichts mehr mit Geheim zu tun hat. Das heißt, das sind Sachen, die werden überall rausposaunt, sind überall im Netz zu finden, in 1000 Büchern zugänglich und hat nun wirklich nichts mehr mit irgendwelchen Auserwählten zu tun, die sich da irgendein Geheimwissen aneignen, sondern also im Prinzip ist Esoterik heute das, was du draus machst. Okay. Und was dir Spaß macht, und auf die Feinheiten gehen wir sicherlich noch ein und vor allen Dingen auf den Unterschied zur Religion, weil der nämlich eigentlich viel spannender ist als eine Definition von Esoterik. Das ist das, was du denkst. Und Ohrenleserin, kann ich was fragen? Ja. Weil meinem Eindruck nach ist es so, dass ESO-Leute gerne dann sagen, ja, ich bin ja gar nicht Esoteriker, ich bin ja spirituell. Mhm. Und für mich, also ich kann das nicht auseinanderhalten, und für mich klingt es immer so, als wäre das so Spiritualität, so die ESO-Akademiker oder ich weiß nicht, die besseren ESO-Leute oder keine Ahnung. Also es gibt für nix eigentlich eine wirklich handfeste wissenschaftliche Definition. Das Ganze ist total schwammig. Und wenn du es irgendwie auseinanderhalten wollen würdest, wäre jetzt so mein Versuch zu sagen, dass Spiritualität vielleicht eher so eine Geisteshaltung ist, die dazugehört, die du aber auch haben kannst. Also so eine Hinwendung zum Mystischen oder zur Transzendenz, zu irgendeinem übergeordneten Wesen oder was auch immer, kannst du aber auch haben, ohne Esoteriker zu sein. Also um ein ganz persönliches Beispiel zu nennen, ich finde diese Vorstellung von Carl Sagan, We're made of star stuff, also wir sind aus Sternenstaub gemacht, finde ich total, also es spricht sozusagen mein persönliches Empfinden der Spiritualität an. Ich habe aber mit esoterischen
Gedankenkonstrukten überhaupt nichts mehr am Hut. Ganz im Gegensatz zu einer Zeit vor 20 Jahren oder 25 Jahren oder so. Ziemlich tief so in der Esoterik. Das werden wir im Pärchenabend eingehend besprechen. Glitzerfee. Oh, genau, da können wir mal was auspendeln. Oh Gott. Ich das endlich mal wieder. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Ja, oder auch zu Recht. Bernd, würdest du dem zustimmen, was Alexa gesagt hat? Bezüglich Esoterik und Spiritualität? Oder hast du da ein anderes? Offen gesagt nicht. Ich kann, also was Spiritualität ist oder sein soll, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass die Esoterer, das war ja das Zentralorgan der Esoterik, die hatten damals verschiedene Rubriken und eine davon lautete tatsächlich spirituelle Kreativität. Also das war eine dauerhafte, ständige Rubrik in der Esoterer. Also die haben das wohl auch irgendwie zwanglos zusammengebracht, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, aber das ist ja auch das Tolle. Das kannst halt genau, das mit allem füllen, was dir so einfällt. Genau. Ja, eben. Ja, okay. Ja. Also ich hatte ernsthaft mal, das war in 1999, da ging es ja auf die Sonnenfinsternis zu und ich bin mit einem Nostradamus-Vortrag durchs Land gereist und habe den Leuten erzählt, dass bei dieser Sonnenfinsternis nichts passieren wird und was es mit dieser Nostradamus-Prophezeiung auf sich hat und kam da irgendwann in so eine Kirchengemeinde und der Typ, der das organisierte, das war anscheinend so ein Küster oder irgendein netter Mann, aber der hat ständig in der Einleitung und am Schluss so ständig von Spiritualität geredet und wir hätten ja jetzt alle erfahren, dass ein großer Spiritueller war und ich stand dann eben dran, so, haben Sie die letzte Stunde einmal zugehört? Oder also anscheinend kann da tatsächlich jeder irgendwie, Nostradamus ist irgendwie spirituell und ich habe nur da gestanden und gedacht, der hat es nicht alle. Ja. Wie seht ihr das, Holm, Lydia, spirituell? Seid ihr spirituell? Nö. Okay, danke, Lydia. Ja, wer schon häufiger zugehört hat, weiß ja, dass ich ja religiös-katholisch erzogen wurde. Wobei, naja, ich weiß nicht, es war vielleicht mehr kulturell als wirklich von der Familie. Meine Familie war jetzt nicht ernsthaft sehr religiös. Aber trotzdem war ich ja lange Messdiener und habe da auch durchaus als jugendliche Person eher gedacht, ja, beten habe ich auch tatsächlich gemacht, bis ich dann herausgefunden habe, dass das alles eine Imagination mit Autosuggestion ist. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja auch okay, aber von daher ist das dann irgendwann alles auseinandergefallen und dann war ich quasi immun gegen jede Form von übersinnlichen Vorstellungen, weswegen ja auch Verweis auf die Folge, wo wir über das Thema Sekten sprachen, ja, ich eine völlige Immunität gegen jedes Konzept von Übersinnlichkeit entwickelt habe. Das heißt, du bist quasi, also du würdest dich als absolut unspirituell oder spirituell unanfällig, sagen wir es lieber so. Weil, ja, tatsächlich, genau. Ja. Also okay. Zum Beispiel, es gibt oft diese Diskussion, Atheismus oder Agnostiker sein, wobei Agnostiker ja vernünftig wäre, denn man kann ja auch nicht beweisen, dass es etwas komplett nicht gibt. Trotzdem sage ich immer persönlich, dass ich mich eher als Atheistin sehe, weil ich es für sehr unwahrscheinlich im Gesamtbild aus vielen Gründen erachte, dass es etwas wie auch immer geartet Höheres gibt. Mhm. Also im Sinne eines Wesens, das in irgendeiner Form die Geschicke lenkt oder ähnlichen Konzepten. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, dass ich wohl am ehesten mich in der Atheismus-Richtung sehe. Ja. Okay. Holm, damit ich von dir mal ein bisschen mehr höre als nö. Ja. Meine Frage, wie schnell oder in wie vielen Zügen kommen wir denn von Esoterik eigentlich zu Nazis? Ganz schnell. Also da brauchst du eigentlich nur einmal die Esoterik-Videokanäle durchzuklicken, die du so im Internet findest. Also meines Wissens gibt es so gut wie keinen Esoterik-Videokanal, der also so lange Esoterik-Videos produziert, bei dem nicht irgendwo so ein bisschen völkisches Denken oder ähnliches Zeug hinten was? Mit keinen? Also es gibt wirklich viel Kram auf YouTube. Ja, ja, nee, also ich meine so diese Kanäle, die wirklich relativ professionell so einstündige Esoterik-Videos produzieren, die hängen eigentlich alle ziemlich in derselben Szene drin und da gibt's so ganz, ganz wenig. Also wenn da kein Nazi-Kram dabei ist, dann deswegen, weil sich die Leute eigentlich mehr aufs nur Geld verdienen verlegt haben und das Geld verdient man eben immer noch mit der Esoterik und nicht mit dem Nazi-Kram.
Wobei man ja schon irgendwie differenzieren muss, also die Nationalsozialisten waren nicht alle Esoteriker und also Hitler zum Beispiel selber nicht wirklich. Himmler schon, also der hat ja wirklich hart dran gearbeitet, so eine Art Ersatzreligion zu schaffen. Und das meiste aber, was heute so an brauner Esoterik durch die Gegend fliegt, das ist so aus den 60er, 70er Jahren so angefangen. Also wo wirklich Leute angefangen haben, den Nazis auch oder den tatsächlichen Nationalsozialisten so esoterische Konzepte noch zuzuschreiben, die dann auch irgendwann dazu geführt haben, dass sie angefangen haben, das Dritte Reich zu relativieren oder eben die Taten der Nationalsozialisten. Also am Anfang war das noch relativ kritisch und irgendwann ist das halt immer mehr zu so einer Relativierung übergegangen und zum Beispiel solche Geschichten wie, dass Hitler diesen Speer des Longinus gesucht hat. Hat er verzweifelt. Das? Nee, das ist auch aus einem Buch irgendwie von 1972 von einem Typen, der Ravencroft heißt und der halt wirklich angefangen hat, Nazis und Esoterik zu so einem Brei zu vermischen und ganz viele Vorstellungen von den Geistern eben heute noch durch die Gegend. Hier ist eine Frage, die ich direkt reinballern will. Exilmurmeltier schreibt, waren die originalen Hippies, da rede ich jetzt mal, ich denke, damit sind die in den 60ern gemeint, waren die denn auch schon rechtsoffen? Mein Bauchgefühl sagt mir, und das ist eins der wenigen Themen, wo ich ein bisschen was weiß, nein. Nicht naja, direkt. Sie waren gab's auch. Ja, also rückblickend muss man natürlich sagen, vor allen Dingen, wenn man das Ganze sozusagen aus unserer heutigen kulturellen Sicht betrachtet, tauchen da viele Ideen drin auf, angefangen vom Männerbild über Teile der frühen Umweltbewegung, die durchaus Anklänge da haben. Aber so als Großes und Ganzes, also ich meine schon, klar gab es dann so Sachen wie Charles Manson und alles das, was jetzt nicht per se Nazi ist, aber es wurde irgendwie seltsam totalitär und also nicht es im Sinne von alles, aber es gab dann Dinge, wo sozusagen das Hippietum seine Unschuld verloren hat, wollen wir es vielleicht irgendwie so sagen. Und dann noch mit der, wie hieß die Sekte, der Typ, der jetzt Osho heißt oder hieß? Bhagwan. All das, was jetzt nicht per se Nazi ist, aber wo sich auch Dinge drin wiederfinden. Ja, der hat ja durchaus Hitler. Es hat auch viel von dieser Blut- und Boden-Ideologie hat schon so seinen Weg gefunden in was diese, ist denn diese die Erdverbundenheit. Was ist die Blut- und Boden-Ideologie genau? Ich kenne den Begriff, aber ich weiß nicht. Ja, sozusagen diese Romantisierung des Bodens und der Landwirtschaft und so, was letztlich auch an Alexas Lieblingsthema mit der Lebensreformbewegung anknüpft. Also da ist vieles sozusagen aus der Lebensreformbewegung in der Nazi-Zeit hochgeschwappt und kommt dann später wieder. Und wie viel davon jetzt sozusagen noch mit Nazi-Denken verseucht ist, teilweise muss man natürlich sagen, dass die Leute halt auch noch gelebt haben Ende der 60er Jahre. Ja? Und teilweise noch nicht so uralt war. Lydia, du entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber Lydia hatte versucht, etwas zwischenzuschieben. Ja, ich hatte mich ja intensiver mit Manson beschäftigt. Wir hatten ja auch eine Huxilla-Folge dazu. Also da war eigentlich auch mein Anliegen, dies ein bisschen zu entmystifizieren und darzulegen, dass er selbst als Charakter ein sehr schwacher Mensch war und ein ziemlich lächerlicher Poser. Und das ist es nämlich, dass er im Kern eben erstaunlicherweise zur falschen Zeit am falschen Ort einige labile Menschen getroffen hat. Und da ist nämlich der Punkt, ich fand seine Anhängerschaft immer fast spannender als ihn, weil er ist halt ein typischer antisozialer Con-Artist gewesen, der halt im richtigen Moment ja die richtige Gruppe dort in der Hippie-Hochburg getroffen hat. Aber diese Jugendlichen, die ihm dann verfallen sind, die hatten alle diese existenziellen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens? Und sie hatten alle persönlich bei den Biografien der stärkeren Anhänger halt verschiedene familiäre Probleme. Und das hat sie sehr anfällig gemacht für eine Figur, die einerseits sowas Väterliches hatte und andererseits dann auch definiert hat, dass die alten Werte der konservativen Familien falsch seien, gleichzeitig aber auch autoritär völlig andere Regeln also erschaffen hat. Also sie haben so getan, als hätten sie da Freiheit, aber das, was er erschaffen hat, war das Gegenteil davon. Es war ein maximaler Gruppendruck und er hat sich also völlig autoritär auch verhalten. Und
trotzdem waren die einzelnen Jugendlichen, die dort wirklich in dieser Gruppe geblieben sind, also es waren hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene, die waren alle deutlich jünger als er, die hatten halt alle persönliche Fragen und waren anfällig für einen Führer. Kannst du den Con-Artist ganz kurz elaborieren, bitte, fragt Nessie Schildkröt, weil der Begriff hier nicht allen bekannt ist. Ja, also ein typischer Hochstapler, der sehr klar manipuliert hat mit billigsten Tricks, die er auf der Grundlage von Lebenserfahrung, die er auch hauptsächlich in Haftanstalten gesammelt hat. Da hat er zum Beispiel sehr schnell erkannt, wenn eine jugendliche Person offensichtlich gerade weggelaufen war von zu Hause und hat gesagt, na, hast du Probleme mit deinen Eltern? Also etwas, wo jeder Mensch drauf kommen würde, der auch nur einen Funken Lebenserfahrung hat. Und mit diesen Lebensweisheiten hat er diese jungen, unerfahrenen Menschen halt sehr stark beeindruckt und hat ihnen den Eindruck vermittelt, dass er sozusagen allwissend sei, dass er, das ging ja so weit, dass er behauptet hat, er sei Jesus. Also er hat da auch spirituelle Konzepte auf jede Art gemischt, die ihm nützte. Und er selbst hat halt chronisch gelogen, muss man sagen, und hat halt sich extra jüngere, schwächere Personen gesucht, schwächer im Sinne von unerfahren und emotional vulnerabel, und hat genau diese Menschen gezielt dann auch mit Druck und mit emotionaler Abhängigkeit halt geformt. Was uns jetzt so tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht von Herrn Manson wieder, übrigens Wikipedia-Artikel, da mal lesen, lohnt sich, Charles Manson, wieder zurückbringt zu unserem eigentlichen Thema, der Esoterik, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass es da auch sehr viel darum geht, dass Menschen Antworten suchen, die sie offensichtlich bei anderen Angeboten, wie zum Beispiel Wissenschaft, nicht finden. Oder auch Religion sogar. Oder auch Religion nicht finden. Mhm. Sophia, bist du eigentlich spirituell, meine Gattin? Die ich so wahnsinnig gut kenne, dass ich das eigentlich natürlich selbst weiß. Naja, nachdem ich ja jetzt irgendwie so gar nicht klar hatte, was bedeutet das eigentlich, kann ich das schlecht sagen. Ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, ich sage das jetzt, weil ich so oft dieses, ja, ich bin ja spirituell, von Menschen gehört habe, die ich blöd fand. Und deswegen möchte ich es nicht sein. Aber es ist schon so, dass ich glaube, ich da viel mehr zulasse oder auch gerne hätte. Also ich wünsche mir ja, dass es sowas gibt wie ein Leben nach dem Tod, oder ich hätte auch gerne mehrere Schutzengel um mich rum und all sowas. Also das wünsche ich mir nach wie vor. Und wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, also zum Beispiel nach dem Tod von jemandem, dann hilft mir das schon, mir zu sagen, da gibt es was danach und derjenige ist nicht weg oder ich sehe den vielleicht wieder oder irgendwie sowas. Also das ist eigentlich eher so eine Spiritualität aufgrund von Hilflosigkeit. Ja, aber bedenke, Situationen. Bedenke, Sophia. Moment. Ja, ich bedenke. Du hast mich. Ja, und vielleicht warst du ja für mich bestimmt, bla bla bla, weißt du? Das ist ja mit Sicherheit. Jemand Esoterisches würde das jetzt so sehen. Ja. Hm. Also ich glaube nicht, dass es in der Esoterik um Fragen geht. Zumindest habe ich das so nicht erlebt. Ich habe die Esoterik nie als Suchbewegung, als was Ernstzunehmendes wahrgenommen. Was ich in der Esoterik wahrnehme, ist eine absolute Selbstvergötterung. Es geht immer nur um ich, um selbst, selbst, selbst. Selbstverwirklichung, Selbstaufwertung, Selbstoptimierung. Ja. Wie kann ich aus mir was Besseres machen? Ich gebe dir insofern recht. Das sind natürlich Antworten auf Defizite. Es wird permanent eingetrichtert, wir sind nicht genug. Wir müssen noch mehr arbeiten. Wir müssen noch besser, noch klüger, noch gesünder sein. Darauf reagiert die Esoterik mit einem ganz perfiden Angebot. Aber die beantwortet keine sinnvollen Lebensfragen. Also und das wüsste ich nicht. Ja. Das ist ganz entscheidend meiner Ansicht nach, was Bernd sagt. Und das ist auch ein großer Unterschied zur Religion oder zu den meisten Religionen, wo wirklich noch so eine Gemeinschaft im Vordergrund steht. Und bei der Esoterik geht es wirklich fast ausschließlich, obwohl es natürlich so Gruppenerlebnisse gibt bei Veranstaltungen oder so, um das Individuum, also um das Selbst und eine Optimierung, aber auch eine Bewältigungsstrategie. Es ist wirklich so, in welchen Situationen wendest du dich an esoterische Konzepte, wenn du irgendein Problem hast, das du loswerden willst, oder wenn du irgendwas verbessern willst, wie du gerade gesagt hast, Bernd. Das sind so typische Sachen, wo du das Gefühl hast, ich habe sonst keine Kontrolle, aber diese Praktiken, die geben mir irgendwie so ein Stück Kontrolle. Also in meinem Klischeehirn höre ich. Ich nicht, wenn ich das noch ganz kurz. Ja, gerne. Ich muss unbedingt noch an das anknüpfen, was Alex gesagt hat. Genau, weil du gesagt hast, Probleme. Ja,
Aber es wird ja nicht eine wirkliche anstrengende Auseinandersetzung mit diesem Problem gesucht. Mhm. Es wird eine Instant-Lösung gesucht. Ja. Es wird eine ganz schnelle Zauberformel gesucht, mit der ich dieses Problem loswerden kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nicht darum, an sich selbst zu arbeiten, zu therapieren. Nö, ich kaufe mir irgendein Buch, dann steht das Gesetz der Anziehung drin, das sage ich dreimal auf. Oder ich kaufe mir irgendeine Bachblüte und dann ist das weg. Naja, aber es gibt ja schon so diese Leute, die dann sagen, nee, du musst da irgendwie 50 Mal in meinen Kurs kommen und so weiter. Ja, also klar, das sind die, die das Geld damit machen. Ja. Also da geht es schon um Arbeit. Also das, was ich jetzt da so mir zusammengegoogelt habe, ist es ja schon so, dass gerade im Moment man da sehr lange, sehr teure Kurse machen muss, um zu wissen, wie man das richtig macht mit dem Gesetz der Anziehung. Weil wenn du das nämlich falsch machst, ja, guck dir mal dein Leben an, das hast du dir alle selbst manifestiert und willst du das so haben? Nee. Und wie das richtig geht, das muss man aber halt lernen. Das Versprechen ist ein anderes. Das Versprechen ist ein anderes und du arbeitest auch nicht wirklich an dir selber. Du glaubst, dass du an dir selber arbeitest. Du arbeitest aber im Prinzip nur an der Minimierung deines Bankkontos und sonst nichts. Während zum Beispiel bei einer Verhaltenstherapie, bei einer wirklich fundierten psychotherapeutischen Verhaltenstherapie, da arbeitest du ja wirklich daran, an Strategien sozusagen, wie du deine Probleme im Alltag bewältigen kannst, wie du Dinge, die du in den Griff bekommen möchtest, in den Griff bekommst. Und diese Nabelschau, die in solchen Seminaren betrieben wird, die dient ja eigentlich nur zu so einer Pseudo-Auseinandersetzung mit dem Problem. Also du glaubst, du beschäftigst dich da mit dir, mit deinem Problem, irgendwie tust dir selber was Gutes. Und dabei ist das eigentlich alles nur irgendwie Spökenkiekerei und du glaubst auch nur, dass da was Sinnvolles dabei herauskommt, weil du im Prinzip da nur eine Abhängigkeit schaffst. In dem Augenblick, wo du das dann irgendwann nicht mehr machst und nicht mehr hast, stehst du nämlich ganz dumm da in den meisten Fällen. Und dann bist du meistens auch noch selber schuld, wenn es dann nicht klappt. Ich muss dringend sagen, dass ich natürlich deiner Meinung bin und ich das eben ironisch gemeint habe und nicht ernst gemeint habe. Um Himmels Willen. Ja, ich stimme Alexa denkt an den Podcast. Denkt an den Podcast. Ich habe das ironisch gemeint. Die Anführungszeichen gehören immer. Ja. Nein, aber ich fand es ganz spannend, gerade vorhin eine Anzeige auf Facebook angezeigt bekommen. Erhalte Antworten auf deine tiefgründigsten Fragen. Das ist also der Aufmacher dann dafür. Was soll ich morgen anziehen? Ja. Genau, und dann kommt dann im Text sowas. Wenige unter uns, die das Glück hatten, ihre Bestimmung finden zu können, erleben tiefe Erfüllung und Glückseligkeit, weil sie ihre Talente für etwas Größeres einsetzen und leisten unglaubliche Arbeit, weil Ideen einfach nur fließen. Können wir dafür sorgen, dass es uns allen so geht? So, und dann kommt registriere dich für meinen Kurs und dann klappt das bei dir auch. Also es ist sozusagen, es fängt irgendwie an mit tiefgründigen Fragen und es endet immer beim kleinen Kochrezept, was du irgendwie buchen kannst. Also was ich vorhin schon versuchte einzuwerfen, ist dieses Ding, dass bei mir in meinem Klischeehirn immer dieser Satz kommt, ich habe so viel gegeben, ich muss jetzt mal was für mich tun. Das ist ein Ding, was ich irgendwie komischerweise glaube, ganz oft gehört zu haben und was irgendwie zu diesem Ego-Ding passt, was der Bernd vorhin gesagt hat. Und auch, dass so sogar so Begriffe wie Achtsamkeit oder so irgendwie im Lauf der Zeit so korrumpiert wurden, dass es jetzt nur noch bedeutet, was tut mir gut. Ja. Und ich finde es irgendwie auch etwas befremdlich, dass zumindest in diesen kleinen Dingen, die ich so mitbekommen habe und mitbekomme, es selten irgendwie darum geht, was ist denn mit dem anderen Menschen? Was ist mit deinen Kindern? Was ist mit um dich rum? Was ist mit der Welt? Sondern es ist immer ich. Und das finde ich wirklich extrem unsympathisch. Ich bin ja mitten im sogenannten New Age-Zeitalter aufgewachsen. Das ist ja eine extreme Strömung der Esoterik gewesen, können wir gleich noch ein bisschen dazukommen. So Mitte, als dann auch die GWP gegründet worden ist, Mitte, Ende 80er Jahre. Dann habe ich in der Zeit auch angefangen zu studieren, Politikwissenschaft. Es gab ja damals noch Ideologien. Man hat sich ja über Marxismus, Leninismus noch unterhalten in den 80er Jahren. Und ich hatte so ein bisschen dann, wie gesagt, im Studium mal ein paar Ideologien mal durchgenommen. Und als ich dann mit New Age und Esoterik konfrontiert worden bin, das ist mir genauso gegangen wie du, Tommy. Ich habe damals auch gedacht, ja, das mit dem Marxismus ist schon irgendwie blöd und funktioniert nicht und das ist alles dummes Zeug und das richtet auch viel, viel Schaden an und viele Tote. Aber so eine Ideologie wie diese Esoterik, also sowas ist mir auch noch nicht untergekommen. Sowas absolut, also das ist meine persönliche Meinung, wenn man Esoterik
auf die Spitze treiben würde als Ideologie, ist das eine absolut gnadenlose, grausame, egoistische, unbarmherzige Ideologie, ja. die sich vor keiner anderen gewalttätigen Ideologie zu verstecken braucht. Also ich habe damals gedacht, das kann nicht wahr sein. Würden die jetzt alle Esoteriker, glaube ich, geschlossen widersprechen und vielleicht auch mit Dingen sie werfen? Dann, sollen sie. Ich widerspreche genauso vehement. Das einzige Problem an dieser Aussage ist, dass man eben nicht die Esoterik oder auch New Age zu einer Bewegung oder einer Ideologie zusammenfassen kann, weil das eben so heterogen ist, so viele unterschiedliche Gruppen, Strömungen, Teilbereiche sind und dann auch noch diese schwammige Definitionen, unter die eigentlich so vieles fällt, selbst manche Sachen, die du normalerweise im Wellness-Bereich ansiedeln würdest, dass du das einfach nicht hinkriegst. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum dann der einzelne Esoteriker, die einzelne Esoterikerin sagen kann, vielleicht auch mit Fug und Recht, nein, ich bin nicht irgendwie völkisch eingestellt, ich bin auch nicht menschenverachtend, ja, sondern ich will nur Frieden und Liebe. Ja, also das ist natürlich immer das Problem dahinter. Aber wenn du dir den Überbau anschaust und dieses magische Denken dahinter, genau, dann und auch dieses, die Welt ist schon so eingerichtet, wie sie sein soll und irgendwie, was dir als Schicksal widerfährt, das ist auch dein Karma und das hast du dir irgendwie selber aufgeladen und so. Und das sind natürlich alles Sachen, ich glaube, das haben wir auch schon in verschiedenen Sendungen angesprochen, die so menschenverachtend sind. Und die haben dann zwar diesen Zuckerguss, diesen rosaroten oben drüber, der das Ganze irgendwie so ganz fluffig macht, aber wenn du den sozusagen abschälst, dann ist es echt übel einfach nur. Ich will Tommy durchaus insofern recht geben, weil ich will auch ganz kurz an das anknüpfen. Tommy, du hast eben mit den Hippies angefangen, so Ende 60er Jahre, ja, da fing ja auch tatsächlich diese New Age-Geschichte an. Das fand ich auch noch okay. Also ich habe auch Hair mal gesehen auf der Bühne. Ich fand das schön, da geht es ja, das war so die erste Geschichte, das Wassermann-Zeitalter steht bevor. Holm kann uns sicher nachher genau erklären, dass dieses Wassermann-Zeitalter beginnt astronomisch maximal frühestens in 400 Jahren. Also wir leben einen... Da ging es doch um was anderes. Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Egal, es ging darum, dass das rationale Zeitalter der Fische abgelöst wird vom Wassermann-Zeitalter. Das wird bestimmt durch den Frühlingspunkt, der halt durch die Sternbilder wandert und der zeigt dann halt auf den Wassermann. Tut er nicht, tut er erst in 400 Jahren. Das meine ich astronomisch. Aber ich gebe dir recht, Tommy, es war eine Bewegung. Ich konnte die Faszination dahinter verstehen. Es war ein schönes Buch dazu, hieß Die Wiederverzauberung der Welt. Genau. Das konnte ich nachvollziehen. Die Leute hatten die Schnauze voll. Die Wissenschaft hat immer neue Versprechungen gemacht, hat immer neue Geltungsbereiche erschlossen. Es ist immer kälter, immer rationaler geworden. Und dann gab es dann Leute, die gesagt haben, das reicht uns nicht. Und dann kam dieses New Age mit Paradigmenwechsel. Wir brauchen ein neues Zeitalter. Wir brauchen mehr Innerlichkeit. Wir müssen weg von diesem rationalen Denken. Die Wahrheit liegt irgendwo in uns drinnen. Ich konnte das... Ja, und auch in Deutschland Nazi den Muff unter den Talaren loswerden und all dieser Scheiß. Ja. Genau. Das konnte ich alles noch nachvollziehen. Aber wie gesagt, New Age war dann so eine Strömung. Das war dann mit so ein paar Namen mal, wollen wir das besser wissen, Capra, der Physiker, der dann die Wendezeit geschrieben hat, oder Ferguson, die Wassermann-Verschwörung, auf Deutsch ist das Ding, die sanfte Verschwörung. Ja, und das endete dann aber irgendwann genau aus dem Grund, den Alexa gesagt hat, dass wurde alles immer schwammiger, faserte immer weiter aus. Keiner konnte das mehr begrifflich fassen oder irgendwas damit anfangen. Und dann ist das zerfallen in diese vereinzelte Esoterikbewegung, wo dann jeder nur noch gemacht hat, was er oder sie will und was ihm oder ihr gut tut. Genau das, was du eben gesagt hast. Jetzt bin ich doch mal lang dran. Aber, ich weiß nicht, Sophia, vielleicht ist das ja der Moment, wir kennen auch andere Menschen, wo es uns weder nervt, noch wo wir jemals das Gefühl hatten, dass die in irgendeiner Form egozentrisch sind. Okay. Ja, also ich merke gerade so, dass ich gedacht habe, nein, ich möchte jetzt bitte auch sagen, es gibt ESO-Leute, die so nicht sind, sondern die, also meine Herzensfreundin Nadine war die totale ESO-Tante. Und, was hat die denn so gemacht? Also ich mag es, glaube ich, gar nicht so, weil das ist auch was Persönliches von ihr und sie lebt nicht mehr. Und deswegen, also es war einfach so alles dabei, würde ich jetzt sagen. Also es war von allem was dabei und ich weiß von Nadine deswegen über alles Mögliche Bescheid. Sie hat auch immer geguckt, was gibt es Neues und was kann ich denn da machen und überhaupt. Und sie, also ich war
quasi vom ersten Moment an völlig verliebt in sie und es war eine große, große Liebe. Und ich habe diesen Esokram einfach mitgelebt, weil sie es so mit wahnsinnig viel Humor und Selbstironie und überhaupt nicht missionarisch gemacht hat. Also sie hat davon erzählt, sie hat auch gesagt, ich sehe das so und überhaupt. Und es war für sie völlig in Ordnung, wenn ich dann gesagt habe, du weißt schon, dass du einen an der Waffel hast. Und dann hat sie gelacht und wir haben gelacht und es war okay. Und es war aber so, dass sie das auch nicht versteckt hat, sondern das hat halt irgendwie zu ihr gehört. Und das hatte, also Nadine war wirklich so ein unfassbar lieber und freundlicher Mensch. Und da passte dieses Licht und Liebe wirklich total. Und sie hat ja nicht nur mich überzeugt, sondern auch Tommy, der... Als Mensch, nicht von ihren Themen, aber... Nein. Definitiv. Ich war erst sehr skeptisch, als Sophia angefangen hat, das so zu erklären. Habe aber dann sehr schnell gesagt, das finde ich völlig in Ordnung. Das stört mich überhaupt nicht. Und ich erinnere mich noch an eine Autofahrt, wo sie mal irgendwas von Orgon bla bla erzählt hat. Dann habe ich kurz bei Psiram geguckt und habe ihr ein paar Sachen vorgelesen. Dann hat sie gesagt, oh, das ist ja aber nicht so gut. Ah, das ist ja blöd. Ja, nee, das ist ja, ach so, ja, nee, okay. Ah, also das war irgendwie auch dann okay. Und sie war jetzt nicht, dass sie versucht hätte, jetzt das zu verteidigen. Oder wie wir das ja so oft kennen, von wegen, ja, Psiram, die wissen ja auch nicht Bescheid. Sondern es war offen. Und also sie hat offen, auch, ich sie muss hat das Fenster auch, schließen, es regnet rein. Sprich weiter. Sie hat auch sich impfen lassen und ihren Sohn impfen lassen. Und als sie dann eben... Als dann klar war, sie hat Krebs, hat sie auch die Chemo gemacht, hat alle OPs gemacht, hat eine Bestrahlung gemacht und, und. Also sie hat all das gemacht, aber sie ist neben diesen Chemotherapien, hat sie auch Globuli genommen, ist zu irgendwelchen Heilern gegangen. Also sie hat einfach beides gemacht, weil sie das Gefühl hatte, sie braucht das jetzt beides. Und auf eine Art hat ihr natürlich das andere auch gut getan. Klar. Aber, ja, das und das ist die wirklich negative Seite, also ich glaube, das ist, und ich habe in Nadines Umfeld auch mehrere Leute getroffen, die einfach lieb sind und herzensgut und überhaupt. Und aber was diese Szene, in der sie extrem war, was glaubt ihr, was da los war, als klar war, sie hat Krebs? Was da teilweise dann kam, von wegen, ja, was hast du denn da gemacht? Und dann musst du aber mal gucken, das und überhaupt. Und genau das, also deswegen bin ich da, glaube ich, auch so wahnsinnig empfindlich bei diesem Krankheit als Wegscheißdreck. Das ist so ekelhaft und so widerlich. Und dieses, wenn du Halsschmerzen hast, dann heißt es, du hast irgendwas nicht ausgesprochen oder so. Das ist nichts anderes, als jemandem zu sagen, ja, dass du Krebs hast, hast halt irgendwo Scheiße gebaut, hast halt irgendwas falsch gemacht. Genau. Da bist du halt nicht erleuchtet genug oder du hast irgendwas verdrängt oder auf jeden Fall bist du selber schuld, dass du Krebs hast. Wie hat sie denn darauf reagiert dann, die Nadine eigentlich? Sie hat mir das relativ spät erzählt, weil sie meine Einstellung dazu kannte. Aber sie hat natürlich, weil das teilweise enge Freunde waren, so, sie hat natürlich sich da ihre Gedanken dazu gemacht und auch teilweise gedacht, stimmt das? Oh Mann. Habe ich das jetzt selbst gemacht? Lasse ich jetzt meinen Sohn alleine, weil ich irgendwie, also natürlich hat sie diese Überlegung gehabt, am Ende nicht mehr. Also sie ist da schon drüber hinausgewachsen, sage ich jetzt mal, und konnte dann wirklich gut damit umgehen und auch gut gehen. Sie hat immer gesagt, ich kann jetzt wirklich loslassen und ich kann gehen. Aber das hat ein paar Jahre gedauert. Und ich weiß, sie hatte auch, als sie schon ein paar Chemos hinter sich hatte und gerade so ein bisschen Haare wieder hatte und sich da unwohl gefühlt hat damit. Also das war ihr unangenehm, sich so zu zeigen. Und da hatte sie so ein Seminar bei einem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Heiler, irgendein Guru, irgendein, wie es ich was, da hat sie ein Seminar gemacht und hat gesagt, er tut ihr so gut und es ist so angenehm und er ist so empathisch und freundlich und das hat ihr also gut getan. Dann hat sie da auch Geld gelassen und ein paar Seminare gemacht und hatte auch das Gefühl, ja, mir geht es damit besser und sie findet ihn toll. Kurze Zeit später bringt er einen Flyer raus mit einem wirklich wahnsinnig persönlichen Foto von ihr. Also man sieht, es ist, also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Foto. Man sieht, wie sie so sich zurücklehnt und entspannt und so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht hat. Aber du siehst, das ist eine Krebspatientin. Das siehst du sofort. Und das war für sie so schlimm. Und sie hat ihn sofort angerufen und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du dieses Foto von mir da benutzt für einen Flyer und für deine Homepage und was weiß ich was. Kannst du das bitte wegmachen? Warum fragst du mich nicht?
Und dann sagte der, ja, lies dir das mal durch. Du hast es mit unterschrieben bei den Teilnahmebedingungen, dass wir Fotos machen dürfen und die veröffentlichen dürfen. Und sie hat so gekämpft und er hat es nicht gelöscht. Unfassbar. Und sie sagte dann später, und das ist, finde ich, so ein ganz typisches Nadine-Ding, dass sie, also sie hat wirklich gekämpft und gemacht und hat dann irgendwann festgestellt, okay, ich bin halt selber schuld. Ich habe nicht genau geguckt, was ich da unterschreibe. Ich habe das unterschrieben. Der darf das. Und offensichtlich habe ich mich extrem getäuscht in diesem Menschen. Ja, da ist nichts von Licht und Liebe, sondern da ist nur mein Vorteil. Und sie sagte dann, aber weißt du was? Ich war jetzt so lange so wütend. Das hat bestimmt irgendein Feuer in mir ausgelöst und das hat irgendwas Gutes mit mir gemacht. Und ich fühle mich so richtig voller Energie. Das hat bestimmt sein Gutes. Das ist dieses ESO-Tanten-mäßige. Ja, alles hat eine Bedeutung. Also. Ja, was ihr aber in dem Moment halt geholfen hat tatsächlich. Und das ist das, was ich sage. Ich glaube, ich habe das auch eben in Momenten der Verzweiflung, ja, wo du weißt, du kannst jetzt nichts mehr machen, versuche ich mir auch zu sagen, das hat jetzt vielleicht irgendwie sein Gutes oder das hat jetzt irgendwie vielleicht einen Grund oder so, einfach um mich zu entspannen, damit es mir besser geht. Ich glaube da jetzt nicht wirklich dran, aber ich bin in der Lage, mir das zu sagen und mich dann zu entspannen. Also das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich im Stau stehe, dass ich denke, naja, wer weiß, wofür das gut ist, dass ich jetzt im Stau stehe. So. Ja. Ich weiß, dass das blöd ist. Aber naja, aber ich meine, ich bin, Sophia, ich bin ja nicht, wie du gut weißt, ich bin jetzt nicht so völlig weit davon entfernt. Ich stelle nicht die Sinnfrage, wer weiß, wofür es gut ist. Aber ich schaffe es ja manchmal sogar, dich jedes Mal wieder zu erstaunen, wenn ich sage, ja, dann ist es halt so, was macht man jetzt damit? Na, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen diese Richtung. Es ist natürlich jetzt nicht von wegen aktiv zu sagen, es ist etwas gut für etwas. Nee, das, was du machst, ist ein sehr gesunder Weg, damit umzugehen. Und das, was ich mache, ist sich irgendwas einreden. Ach so, ja, genau. Nein, ich finde das, also es gibt ja auch, das sagt auch Eckhard von Hirschhausen, die auch ein Buch geschrieben, ich glaube, Wunder wirken Wunder, sagt ja genau dasselbe. Medizinisch behandeln, alles, was möglich ist und dann alles draufknallen, was einem persönlich gut tut. Natürlich kann man dann Globuli nehmen, natürlich kann man jemanden über sich beten lassen oder was, wenn man gleichzeitig eine ganz normale, optimale Behandlung bekommt. Selbstverständlich, es wird ja niemanden versuchen auszureden. Also nur nicht ja. Ersatzweise halt. Ganz klar, aber auch das hat sie sich natürlich, also ich meine, sie hat sich natürlich auch anhören müssen, ne? Du machst eine Chemo und natürlich vergiftest jetzt deinen Körper und so. Also das ist das Problem an dieser Subkultur, würde ich es nennen, ne? Ja. Genau überraschend das. Ist. Und vor allem ist es so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne dass es blöd klingt. Also egal, was ich jetzt sage, so meine ich es nicht, aber was wäre bei, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, was wäre mit Nadine und ihrem Umfeld gewesen während dieser ganzen Corona-Geschichte? Weißt du? Wie nervig wäre das geworden? Nicht jetzt sie selber, aber das für sie. Weil dann, wir kennen ja auch Leute, bei denen dieses Konstrukt komplett zusammengebrochen ist, weil die gesagt haben, Moment mal, das sind doch das alles diese lieben Menschen, das sind ja Arschlöcher. Und das sind wirklich ganze Konstrukte, Freundeskreise, alles Mögliche zusammenbricht, weil man festgestellt hat, die sind ja blöd, die sind ja ekelhaft, die sind ja egozentrisch. Das ist wirklich krass. Das finde ich, ich hatte ganz am Anfang, so im März, April 2000, als Corona begonnen hat, habe ich mal im Blog mal einen Artikel zusammengestellt, was so die Esoteriker dazu sagen. Und eine Reaktion, das war genau das, was Alexa am Anfang geschildert hat, die mich auch entsetzt hat, war das Channel-Medium, können wir gleich noch dazu kommen, was das ist. Die hat gesagt, das ist alles gar kein Problem. Also sie sieht zwar, dass Menschen sterben, aber alle, die an Corona sterben, die sind damit einverstanden. Die haben da was für Einverständnis gegeben und nur die trifft das auch. Ich habe das damals im Blog als menschenverachtender Unsinn oder irgendwas bezeichnet. Aber ich muss dazu sagen, ein Jahr später, mittlerweile ist mir klar geworden, ich schaffe es gar nicht mehr, so diese Frau so zu verurteilen, weil mir ist langsam klar, was in denen vorgegangen ist. Das ist genau das, was du sagst, Tommy. Diese Esoteriker sind von Corona vollkommen überrascht worden, weil das ihr ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Die gehen davon aus, die Natur ist gut, die Natur schadet uns nicht, wir leben mit der Natur so. Dann kommt plötzlich so eine Pandemie mit wie viel? 3 Millionen Tote haben wir mittlerweile weltweit. So, dann entsteht auch ein Begriff, den wir schon 100-mal hatten, kognitive Dissonanz. Das heißt, die mussten irgendeinen Weg finden, um das wieder zusammenzukriegen. Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Das eine, was diese Frau gesagt hat,
die Leute, die sterben, haben sich das alle selber ausgesucht. Und die anderen haben dann so einen Bestrafungsmythos erfunden. Ja, das ist ja kein Wunder, dass alles kaputt geht, weil guck mal, wie wir die Welt in den letzten Jahrzehnten behandelt haben. Das ist jetzt nur die gerechte Strafe dafür. Das kann man menschenverachtend finden, das kann man wahnsinnig finden, aber ich verstehe mittlerweile, was die sich da zusammenspinnen, was in den Leuten vorgeht. Die kriegen ihre eigene kognitive Dissonanz nicht mehr geregelt und daher kommen solche Gedanken an. Aber das ist ein super spannender Punkt, weil du gerade sagtest, die Natur ist was Gutes. Es wird ja da wirklich ein sehr, sehr starker Dualismus immer aufgetan zwischen dem Mensch oder dem, was der Mensch macht und dem, was die Natur ist. Und natürlich sind wir Menschen, also machen wir Menschen ganz viele Dinge, die ganz, ganz blöd für die Natur sind. Aber die Natur an sich so zu überhöhen, dass sie unfehlbar ist, oder sagen wir mal so, uns Menschen im Gegensatz zur bösen Chemie in Anführungsstrichen nicht schaden kann, das ist dann schon wieder schwurbelig und Quatsch, weil die Natur für uns Menschen manchmal richtig scheiße sein kann. Auch ganz toll natürliche Stoffe sind halt in bestimmten Mengen Gift. Mhm. Ja, also Vulkanausbrüche, Vogelspinnen, Erdbeben, ja. Skorpione sind auch Natur. Australien, der ganze Kontinent. Ja, oder so ein Lastwagen voll Globuli, der auf dich fällt zum Beispiel. Genau. Das ist tödlich. Oh, eine Globuli-Lawine. Oh mein. Aber tatsächlich ist das richtig, was du gesagt hast, Tommy. Also es gibt auch Leute in der Zeit, stand das, glaube ich, Querdenken. Also das, was wir in der Querdenkerbewegung erleben, ist, ich zitiere, radikalisierte Esoterik. Weil das genau auf dem basiert, was Alexa gesagt hat, dieser Gut-Böse-Dualismus ist ein Teil. Der andere Teil, was Esoteriker mit Verschwörungen 1:1 teilen, genau dieselben Mechanismen, ist Komplexitätsreduktion. Also es gibt auf alles eine ganz einfache Antwort. Und vor allem den Punkt, den wir jetzt schon hatten, die Selbstaufwertung. Ich weiß, was da los ist. Ihr braucht mir nichts zu erzählen. Und der dritte ganz entscheidende Punkt ist die Wissenschaftsfeindlichkeit und das Bauchgefühl. So wie die Verschwörungstheoretiker sagen, ich glaube, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich verstehe das nicht, was diese Virologen mir erzählen. Ich glaube, dass mein Bauchgefühl mich da weiterbringt. Das ist 1:1 Esoterik. Ja. Ich habe alles in mir, um mir die Welt zu erklären. Ich brauche keine Experten, ich brauche keine Wissenschaftler. Meine Intuition sagt mir, was richtig und falsch ist. Das ist lupenrein Esoterik und Verschwörungsideologie. Ja, ist ja ganz viel die Intuition und Folge deiner Intuition oder finde die erstmal deine Intuition und die weiß besser als alle anderen, was die Wahrheit ist und was richtig ist. Und das ist tatsächlich was ich auch, das finde ich perfide, zu sagen, das ist dann schon richtig, wo ich mir denke, ja, und aber wenn du dann falsch liegst, dann hast du halt was falsch gemacht und du hast deine wahre Intuition gar nicht gefunden. Also man kann sich ja, das finde ich so cool eigentlich an den Esoterikern, dass die ja für alles sofort eine Erklärung haben. Mhm. Also du kannst ja immer alles sofort erklären und immer sofort genau sagen, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Das ist und das ist genau das, clever. Was mich nervt. Mhm. Also die Situation, die du eben geschildert hast, Sophia, mit deiner Freundin, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Da möchte ich auch gar nichts dazu sagen. Ich habe halt nur so praktisch die Erfahrung gemacht, die du im Umfeld geschildert hast. Mhm. Ich hatte eine Kollegin, ich durfte nicht mal niesen. Wenn ich im Büro genießt habe, hat ihm sofort einen Vortrag gehalten, was mit meinem Immunsystem nicht stimmt, was mit meiner Seele nicht stimmt, warum ich aus dem Gleichgewicht bin. Was natürlich alles stimmt, aber aus anderen Gründen. Ja, das stimmt natürlich, aber nicht deswegen. Ja. Er hatte auch genau, wie du sagst, sofort die Antwort, nämlich irgendwelche Bachblüten, die sie mir andrehen wollte oder so. Also zum einen, alles hat sofort eine Bedeutung. Ich brauche nur zu niesen, dann hat die eine komplette Bedeutungsgeschichte darum und sie hat sofort die Mittel dagegen. Mhm. Und das hat mich jedes Mal, ich fand das so unglaublich nervig, dass ich das nicht ausgehalten habe. So noch zu Bauchgefühl, ganz wichtig. Ich liebe es ja immer, den Leuten zu erklären, dass sie nicht auf ihr Bauchgefühl hören sollen und dann sind alle immer entsetzt, weil alle sagen, meins hat mich ja so gut wie nie getäuscht. Und das Problem ist, dass ich ja nun in meinem Kernjob mit vielen hochmanipulativen Menschen zu tun habe. Moment. Ja, weiter. Und sehr manipulative Menschen manipulieren ja zunächst das Gefühl. Und ich sage immer, dass der Inhalt einer Lüge oder eines Betrugs gar nicht großartig sein muss. Denn in dem Moment, wo ein Mensch sympathisch ist, erzeugt er Vertrauen. Und wenn jemand vertraut, dann hinterfragt er den Inhalt nicht mehr. Und ich denke, dass sehr viele
Angebotgeber in diesen Esoterikbereichen auch wissen, was sie tun und auch wissen, dass sie den Leuten Märchen verkaufen und Geschichten verkaufen und eben psychologische Effekte de facto einfach nutzen. Und gerade das Bauchgefühl ist genau das, was Leute, die bewusst andere manipulieren, nutzen, also ausnutzen und lenken. Und das ist unfassbar einfach. Also jeder, der sich mit Psychologie auskennt, weiß, wie einfach man Emotionen von Menschen manipulieren kann. Dementsprechend ist das gerade in diesem Bereich besonders verheerend, weil hier ganz viele Emotionen manipuliert werden, aus meiner Sicht. Ja. Und zum Bauchgefühl kann man ja auch dann nochmal ein bisschen ergänzen, was so, wenn man zum Beispiel das Bauchgefühl hat, der und der hat oder die und die hat das getan und ich bin mir da ganz sicher. Oder wenn man sich glaubt, an etwas wahnsinnig sicher zu erinnern und all diese Dinge. Ich glaube da ja spätestens jetzt seit den vielen Ferngesprächen irgendwie an gar nichts mehr. Das Einzige, wo ich das Bauchgefühl noch positiv abgespeichert habe, das ist, wenn ich irgendwie in meinem kreativen Beruf arbeite, wobei ich glaube, dass auch da das Bauchgefühl sehr viel eigentlich mit einer Art von Wissen und Erfahrung zu tun hat, die ich nur nicht so gut ausdrücken kann. Ich setze mich hin und schreibe etwas und habe das eindeutige Bauchgefühl, diese Szene muss jetzt so enden. Ich werde jetzt Schwierigkeiten, das zu erklären, aber vielleicht könnte ich es auch, aber ich müsste dann quasi nochmal selber lesen. Aber ich spüre, das geht jetzt so nicht oder also, so geht es. Das würde ich auch als Bauchgefühl bezeichnen, aber nicht diese Art Bauchgefühl. Ich frage mich gerade, was ist denn das überhaupt? Ich muss was sagen zum Bauchgefühl. Ich platze sonst, Entschuldigung. Total gerne. Denn ich weiß, was du meinst, Lydia, und in der Hinsicht finde ich das auch absolut richtig und natürlich sollte man das dann hinterfragen, aber ich finde nicht, dass man sagen kann, hört nicht auf euer Bauchgefühl. Du meinst es wahrscheinlich auch eher in diesem speziellen Zusammenhang, aber so grundsätzlich kann man nämlich zum Beispiel gerade Kindern sagen, hör auf dein Bauchgefühl, wenn dir ein Erwachsener komisch vorkommt. Zum Beispiel. Und das finde ich wirklich nicht verkehrt, Kindern zu sagen, wenn du dich unwohl fühlst, dann drück das nicht weg und denk dir, naja, nee, der wird schon recht haben oder irgendwas, sondern dann hör da drauf. Ja. Also das, weil du nach der Definition gefragt hast, genau, das, was Sophia gesagt hat, wird auch genau meine Definition treffen. Ich würde Bauchgefühl oder Intuition einfach definieren als die Fähigkeit, aus begrenzten Informationen richtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Und natürlich ist das bei dir, Tommy. Du hast Erfahrung, du weißt, wie Dinge wirken. Kinder kriegen ja, mein Gott, die sind ja nicht blöd, die kriegen ja viele, viele, viele Sachen mit, was so alles passiert auf der Welt. Also wenn man das als Bauchgefühl definiert, dass man einfach aus begrenzten Informationen eine sinnvolle Schlussfolgerung und Erfahrungen. Zieht. Und Erfahrungen auch, natürlich, ja, kein Ding, jederzeit. Ja. Also vielleicht kann man auch da die Graustufen und einfach den Mittelweg nehmen. Es ist natürlich Quatsch, ständig nur auf sein Bauchgefühl zu hören und von einer Intuition zur nächsten zu hopsen. Aber ja, außer du jetzt. Aber ich frag mich jetzt gerade, wie bauchgefühllos unsere Entscheidungen überhaupt sein können. Ob da nicht immer ein bisschen Bauchgefühl mit dabei ist. Selbst wenn du sagst, ich treffe jetzt Entscheidungen nur, wenn ich Pro- und Kontralisten mache oder irgendwie mir versuche vorzustellen, wie die Entwicklung je nach Ausgang meiner Entscheidung sein wird und das sozusagen als Planspiel durchspiele vorher. Ob da nicht trotzdem immer noch so ein bisschen Erfahrungswert und Intuition eine Rolle spielt. Der Daniel Man muss Fehler- nur wissen, dass es Fehler, Fehler geben ja, kann das und dass es eben nicht dieses mein Bauchgefühl also hat immer recht, weil das ist nichts anderes als emotional angewendete Erfahrung in der Tat. Aber gerade dann, zum Beispiel jetzt mal, sorry, aber in meinem Arbeitsbereich ist halt das Problem, dass wenn wir die Praktikanten haben und die erste Gruppentherapie mitgemacht haben, dann ist der häufigste Effekt, dass die sagen, was ich in den Akten lese und wie diese Menschen wirken, passt nicht zusammen. Natürlich. So. Also klar, bei solchen Menschen ist es absolut richtig. Ja, jetzt ist halt der Punkt, die sind halt in vielen anderen Bereichen eben in ihrem Alltag sehr normal. Die verstellen sich nicht normal. Die sind halt nicht in allen Bereichen ihres Lebens anders. Mhm. Aber trotzdem konnten sie Dinge tun und da ist der Punkt. Das Bauchgefühl sagt, diese Person ist sympathisch, die kann nicht ein schweres Verbrechen begehen. Und genau das ist der fundamentale Fehler. Absolut. Dementsprechend kann ich nur sagen, wenn man weiß, dass man einfach nur wissen muss, dass manchmal dieses Emotionale täuschen kann, dann reicht das einfach. Dass man weiß, man sollte sich nicht immer unreflektiert drauf verlassen. Der Daniel Federkiel, ich sag's jetzt einfach, ich gehe voll drüber. Merkst du, wie ich voll drüber gehe, weil ich seit 10 Minuten... Daniel Federkiel schrieb,
einfach so, Bauchgefühl darf keine Fakten ersetzen. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Satz. Ja. Weil das fasst alles zusammen, was ihr gerade gesagt habt. Daniel, bam, oder? Richtig, aber es ist genau der Punkt, dass es falsche Bauchentscheidungen gibt, das akzeptieren Esoteriker nicht. Ich habe immer immer wenn ich mit Esoterikern diskutiert habe und habe über das Bauchgefühl diskutiert, habe ich immer gesagt, Intuition oder Gefühle können fehlbar sein oder haben sie sich noch nie in den falschen Mann oder in die falsche Frau verliebt. Es hat immer funktioniert, bis zu dem Tag, dass ich die Antwort bekommen habe, sie haben sich nicht in die falsche Frau verliebt. Zu dem Zeitpunkt war das genau das Richtige für sie und das hat die Intuition ihnen gesagt. Da habe ich gesagt, leg mich am Arsch und Ja, aber das finde ich das Tolle, dass du auf alles eine Antwort hast. Toll, mit Anführungsstrichen. Holm, ich habe dich rüde unterbrochen. Ich werde es nie wieder tun. Was wolltest du sagen? Naja, also grundsätzlich kann man sagen, dass das Bauchgefühl so ein bisschen als das fungiert, was sonst in unserem Denken und Handeln eine Heuristik macht. Also es ist letztlich der Kurzschluss zu einem zu einer Entscheidung, ohne dass ich den kompletten Raum an Informationen bedenken muss, was ich auch gar nicht verarbeiten kann, sondern ich greife mir sozusagen den kleinen Bereich der Wirklichkeit heraus und treffe da einfach eine Entscheidung, die erfahrungsbasiert ist. Und die in den meisten Fällen dann eben richtig ist. Und das erklärt auch sehr schön die Situation bei Lydia, weil die allermeisten von uns in ihrer Alltagserfahrung eben nicht mit Leuten zu tun haben, die sich professionell verstellen und ansonsten Straftaten begehen. Das ist halt eine ungewohnte Situation und da funktioniert das erfahrungsbasierte Bauchgefühl dann eben einfach nicht. Und insofern finde ich das was relativ Normales. Aber das entwertet es natürlich nicht, weil es gleichzeitig in sehr, sehr vielen Alltagssituationen unglaublich hilfreich sein kann. Und wir machen beispielsweise auch im Selbstverteidigungsbereich ist so ziemlich das Erste, was wir mit Leuten machen, ist eine Übung, wo wir sagen, ab welcher Distanz zu jemandem fängst du an, dich unwohl zu fühlen? Wie verändert sich diese Distanz, je nachdem, wie sich diese Person zu dir positioniert, ob die Person größer oder kleiner ist als du und so weiter? Und das in der Hinsicht beispielsweise auf sein Bauchgefühl zu hören, wem man vielleicht lieber aus dem Weg geht, ist eine ganz wichtige Sache. Und das ist eine ganz, weil das eben auch schnell geht. Und das ist in solchen Spannungssituationen hast du ja häufig gar nicht die Zeit nachzudenken und eine rationale Entscheidung zu treffen. Du musst schnell entscheiden. Und dann ist es in der Regel vernünftig, schnell so zu entscheiden, wie du dich halt fühlst. Und dann muss man halt nur darauf achten, dass die Person dann halt nicht erstarrt, ja, weil den Impuls hat man dann natürlich auch möglicherweise intuitiv. Also ich finde das ganz den Impuls, mich unsichtbar zu machen. Ja, das kann aber heute nur. Scheiße, nee, das wäre super, aber es funktioniert nicht. Nee, es kann heute nur der Alexander. Das ist ganz erstaunlich. Ja, also, einfach, see-through. Also ich habe noch eine Frage zum Bauchgefühl. Lydia, weil nach unserer Definition jetzt hat es ja ganz viel mit Erfahrung zu tun. Das heißt, dein Bauchgefühl aufgrund deiner beruflichen Erfahrung müsste doch dann wieder eher stimmen bei diesen Menschen? Ich muss sagen, dass ich wenig Zugang zu dem habe, was scheinbar allgemein als Bauchgefühl gilt. Das ist glaube ich dir nicht. Wahr. Geht okay. So. Eigentlich doch, weil ich glaube, es liegt aber daran, dass ich seit so langer Zeit weiß, dass die Art, wie Menschen wirken, nicht unbedingt das ist, was man ihnen zutrauen kann, zum Beispiel, als jetzt plakatives Beispiel. Deswegen, jemanden sympathisch oder unsympathisch zu finden, haben wir sogar mal in einem internen Chat, weiß ich noch, besprochen. Ich habe gesagt, Sympathie oder Antipathie, die unwillkürlich erzeugt wird, hat für mich keinen Informationswert in meiner Beurteilung der Person. Also auf Deutsch, egal ob die Person unwillkürlich sympathisch wirkt oder nicht, ich klammere das aus in meiner weiteren Bewertung. Das ist sicherlich ein bisschen anstrengend, aber doch wirklich. Aber das heißt das, dass dir niemand sympathisch oder unsympathisch doch, vorkommt oder nur, dass du es ausklammerst aktiv? Nein, ich weiß, dass es so ist und weiß aber trotzdem, dass das trotzdem nicht bedeutet, dass ich zum Beispiel per se dann jetzt davon ausgehe, dass diese Person niemals zu irgendwas Schlimmem in der Lage wäre oder dass sie völlig glaubwürdig ist. Das Vertrauen kommt bei mir immer mit langer Erfahrung mit Menschen, nicht auf dem subjektiven Eindruck oder einem sympathischen Gespräch basierend. So. Also damit sei schon mal wieder bewiesen, dass wir wirklich alle eine Vollmeise haben. Alle, nur in verschiedenen Bereichen.
Pingu schreibt übrigens gerade völlig fachfremd, ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Er möchte gerne wissen, ob es von Bernd Harder einen Flirt-Ratgeber gibt. Ich würde ihn lesen. Ja, natürlich würdest du das. Allein Bernd. Dieses Lächeln als Antwort darauf. Das ja, ist ja, so großartig. Bernd, gibt es das? Nee, weil ich verliebe mich ja immer zielsicher genau in die falschen Frauen. Ja, dann, wo mir nur eine Esoteriker dann erklären kann, dass es eigentlich richtig ist. Aber ja, aber auch wirklich nur der. Aber damit kann ich keinen Flirtratgeber schreiben. Doch, bestimmt. Ja, du kannst bestimmt einen schreiben. Also ich erinnere mich, dass Jackie Drexler, der Produzent von RTL Samstagnacht zusammen mit Hugo, damals, der hat tatsächlich ein Keyboard Lernbuch geschrieben, während oder hat durch das Schreiben dieses Buchs Keyboard gelernt. Was willst du jetzt damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass auch Bernd Harder ein Flirtratgeber schreiben könnte und vielleicht dadurch. Eine dann müsste er aber einen Verliebratgeber schreiben. Oh ja, oh Gott, ja. Nee, verlieben kann er sich ja. Aber da sind wir wieder hier. Kampfkunst lernst du, indem du es unterrichtest. Das ist tatsächlich so. Vor allem sind wir jetzt bei ganz was anderem, weil ich bin jetzt natürlich schon zusammengezuckt als Tommy, Jackie oder Chucky. Jackie Drexler und Hugo Egon Balder erwähnt hat. Die beiden haben natürlich das Knallerbuch zu unserem Thema geschrieben, was Sophia ja eben gesagt hat mit diesem Gesetz der Anziehung, dass den Kranken dann eingeredet wird, man hat das durch irgendein Verhalten oder durch Karma oder durch irgendwas selbst angezogen. Da gibt es ja eine ganze Industrie drum. Wie hieß das Ding? The Secret ist gerade wieder ganz weit vorne gerade, dieser Bullshit. Und da haben ja Hugo Egon Balder und sein Kumpel haben ja da ein sehr, sehr, sehr gutes Buch drüber geschrieben. Und es gab ja auch eine Godzilla-Folge drüber, glaube ich. Weißt du das gar nicht, Sophia? Was ist das für ein Buch? Ich weiß es nicht. Irgendwie Wunsch. Ich suche es jetzt gerade. Ich habe es leider nicht griffbereit. Wunsch-Bullshit. Ans Universum. Also super. Dieses Wünsche ans Universum haben sie da. Genau, also völlig, sie haben es nicht als Wissenschaftler so geschrieben, sondern genau aus dem Punkt, was Tommy eben gesagt hat. Ich hatte ja auch ein Interview mit ihnen, es gibt auch ein Hoxilla-Interview mit ihnen und dann haben die gesagt, nee, wir sind keine Wissenschaftler, aber wir haben das Ding gelesen und haben als professionelle Unterhaltungskünstler und als Trick-Comedy-Leute haben wir sofort gesagt, das kann nur Quatsch sein, was da steht. Man konnte mit dem Handwerk eines Comedians The Secret dechiffrieren. Das war damals, als es rauskam, war das so, dass jemand zu uns in die Firma kam, ich weiß aber nicht mehr, Männlein oder Weiblein, eine Person kam und wollte, dass wir eine Doku, eine ernste Doku darüber machen und irgendwie sollte die auch finanziert werden und wir sollten dann versuchen, die ans öffentlich-rechtliche Fernsehen zu verkaufen. Also wirklich eine Person, die so überzeugt davon war, dass sie Sendungsbewusstsein hatte, Sendung im Sinne von Aussendung, ja. Aber eben auch also jetzt über das echte The Secret. The Secret sollten wir eine Doku machen, die diese Person bezahlt. Und dann sollten wir das fertig bezahlte Produkt ans öffentlich-rechtliche Fernsehen verkaufen, weil diese Person so überzeugt davon war, dass das toll ist und damit Menschen geholfen werden kann. Und wir haben das angeguckt, zu dritt, zu viert und haben schon nach 10 Minuten die ersten Gags gemacht und nach 15 Minuten bewahrheiteten sich diese Gags, nach 20 Minuten wurden sie getoppt, nach 30 Minuten war einfach nur noch High Life und also das sind alles die einfachsten Deppenklischees, muss ich ganz einfach sagen. Das ist wirklich für die Dümmsten der Dummen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so deutlich sage, aber das, was wir da gesehen haben, da konnten wir nicht fassen, dass jemand darauf reinfällt. Ist also ja nicht so, dass dann jetzt per se nur dumme Leute im Sinne von, wie auch immer man jetzt dumm wieder beschreiben möchte und wenn das jetzt für jemanden ableistisch klingt, dann entschuldige ich mich dafür, das habe ich damit nicht gemeint, aber das erschloss sich mir damals nicht und auch heute nicht, wie man darauf reinfallen kann. Wenn man verzweifelt genug ist. Das Buch illustriert ja auch schön das, worüber wir auch die ganze Zeit geredet haben. Es geht ja in diesem Buch auch nicht darum, den Weltfrieden herbeizuführen, ein Krebsmittel zu finden. Nein, es geht darum, ein Haus zu bekommen. Genau, und es geht fucking ein Haus zu finden, ein Haus zu bauen, die richtige, keine Ahnung, das richtige Kleid zu finden. Also eine rein egoistische Da habe ich aber eine sehr, sehr gute, Achtung, ich mache Anführungszeichen, eine sehr gute Erklärung von, weil ich auch immer gedacht habe, wenn ich mir das alles so manifestieren kann, warum ist denn dann jetzt noch kein Weltfrieden? Das ist doch dann, also wenn ich das alles machen kann, was soll denn der Quatsch? Ja, weil Weltfrieden ist so eine große Nummer, da müssen ja alle... Meine Frau hat die Antwort, Alexa. Nein, ich habe die Antwort gehört, denn
die Menschheit ist noch nicht bereit dafür und die Menschheit braucht das noch. Man hätte nämlich auch dieses Virus wegmeditieren können. Wurde ja versucht. Hat man, ja, und dann haben sich manche davon abgewandt und gesagt, nein, wir machen das nicht. Also wir könnten dieses Virus wegmeditieren, aber die Menschheit braucht dieses Virus. Mhm. Und auch das wieder, ne? Man kann alles kann man erklären. Mhm. Also jetzt weißt du, warum es keinen Weltfrieden gibt. Es ist einfach, die Menschheit ist noch nicht bereit für Weltfrieden. Ja. Muss man einfach mal, ne? Das tut uns nicht, so. Tun uns nicht gut, genau. Müssen wir noch weiter Erfahrungen machen. Ja. Ja. Boah, bin ich jetzt schlecht gelaunt. Ja, ich auch. Das ist ein bisschen das Problem. Und viele Leute hatten sich ja heute eine lustige Sendung versprochen und wir haben jetzt todtraurige Themen. Ne? Das ist wirklich. Jetzt ganz blöd. Boah, bin ich schlecht gelaunt. Na ja, gut. Kann noch, irgendjemand also, eine lustige Anekdote... Ja, also wer sich wirklich total amüsieren will, der sollte sich das Video ansehen, das ich heute im Blog verlinkt habe. Und Verzeihung, ich muss das Fenster zumachen, ist doch zu laut. Ich dachte, also, wir machen jetzt irgendwas, was lustig ist und nicht du sagst, irgendwas anderes ist lustig. Aber schauen wir mal. Aber immerhin kann man danach zur Aufheiterung das Video anschauen. Ist das wo du auf der Esoterik-Misse bist? Genau, also und das ist so auch so ein bisschen das, was Pia eben gesagt hat, was ich gut verstehen kann, dass das alles oder viele davon auch wirklich ja auch total nette und liebenswerte Leute sind. Und das war auch das Schwierige. Wir sind da zur Esoterik-Messe nach Memmingen gefahren mit einem jungen Fernsehteam von Puls, Bayerischer Rundfunk. Und also die waren schon offen dafür. Ich denke, sie hätten auch objektiv darüber berichtet, aber die waren genauso wie du, Tommy, 15 Minuten waren die so genervt von diesem Scheiß, dass sie gedacht haben, das kann man nicht wirklich objektiv darstellen. Dann haben wir da Fehls gemacht ohne Ende. Vor allem, als der eine Typ uns dann irgendwas, die Maya-Überlieferungen zeigen wollte, da haben wir gesagt, ja, die Biene Maya, keine Schrift. Da gibt es gar keine Überlieferungen und so. Und bei einigen aber muss ich tatsächlich sagen, gut, der Typ war, okay, der hat genau gewusst, was Alexa eben gesagt hat, Unsinn verkauft. Aber es waren echt auch Leute dabei, genau wie Sophia sie geschildert hat. Die haben wirklich da gestanden, haben uns dieses Engelspray vorführen wollen und haben wirklich, sie müssen das doch spüren, sie spüren es wirklich nicht, das muss ihnen doch gut tun, das ist jetzt Methadon oder irgendwas und wir standen da und haben uns gewünscht, dass wir irgendwas spüren. Es war einfach nichts und dann endete das dann da und die haben sich so auch gefreut, dass sich jemand mit ihnen unterhalten hat und dass das gefilmt worden ist und wir wussten, oh mein Gott, das hier nämlich euer letzter Auftritt in Memmingen, weil wir nämlich, uns kam dann tatsächlich so, der Bürgermeister hat diesen Film gesehen und das war die letzte Esoterikmesse. Nein, ihr habt die Esoterikmesse vernichtet. Alexander, wir haben die Esoterikmesse. Es wird erfreulich. Die Esoterikmesse in Memmingen gecrasht. Genau. Das habt ihr. Alexander, es wird mit großer Freude festgestellt, dass du da bist. Was man am Chat sehen kann, ist alles voller Schieferuntersetzer. Und es freuen sich auch Leute, dass du deinen Harry Potter-Umhang endlich weggelegt hast. Ja. Und ich musste ihn nicht channeln, da bin ich ganz dankbar. Ich muss mich entschuldigen, die Chakren-Meditation hat noch etwas längere, dass sich mein Kopfchakra jetzt für diese Sendung geöffnet hat. Ich bitte das nach. Das ist total okay. Ja. Und wir haben, wobei ich dich sehr vermisse. Das ist ja auch ein bisschen lustiger. Kann ja sein. Ich muss tatsächlich zur Aufheiterung eine etwas Anekdotisches erzählen. Ich habe das bei vielen Lesungen schon erzählt, weil in den Büchern Mara und der Feuerbringer geht es ja um eine esoterische Mutter unter anderem. Und meine liebe Mutter, die hatte auch mal so eine Phase, die mittlerweile vorbei ist, aber ich kann die Geschichte erzählen, ich habe schon oft erzählt, die ist so wunderbar, wie ich finde. Und zwar hat sie, sie war so verzweifelt, wie eine Mutter nur sein kann, weil mein Bruder Nico, der damals als Sounddesigner gearbeitet hat, so furchtbare Rückenschmerzen hatte und die Augen, also alles litt und er litt. Und als Mutter kann man ja Kinder schwer nur leiden sehen, was ja auch gut ist. Gar nicht kann man das, genau. Und darum hat sie dann immer überlegt, was kann ich dem armen Kerl Gutes tun, was kann ich Gutes tun. Und es wurde einfach nicht besser. Alles, was man versucht hat, hat nicht gefruchtet. Ich möchte da kurz vorausschicken, das Problem war zum einen, dass es da zog wie Hechtsuppe und zum anderen, dass wir damals ja noch mit diesen Röhrenbildschirmen gearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass wir plötzlich alle sehr, sehr viel Brillen brauchten. Die später dann, als es dann Flachbildschirme gab, weniger Leute gebraucht. Aber egal, es war also einfach, man konnte es im Nachhinein dann schon erklären, aber halt Jahre später. Auf jeden Fall. Die Arbeitsbedingungen bei euch waren einfach scheiße. Ja, es war einfach schlimm. es war einfach schlimm in den Kobaltminen. Und dann hat sie dann irgendwann mal in ihrer mütterlichen Verzweiflung eine Wünschelrutengängerin organisiert, die diesen Raum doch bitte mal auswünschelruteln soll. Und
Die kam also dann in den Raum hinein, also wirklich mit so einem, also es war eigentlich keine Wünschelrute, es war mehr so ein geknickter Draht oder sowas, glaube ich, wenn ich mich da, oder zwei Drähte, nee, es waren zwei L-förmige Drähte, richtig. Und der Holm nickt, der kennt das. Ja, sie kam in den Raum rein und der Nico ist dann so ein bisschen mit seinem Stuhl auf die Seite gefahren und dann ist sie auf den Arbeitsplatz zugegangen und gesagt, oh ja, ja, das spüre ich das schon da. Oh ja, der Computer, ja, das ist da dieser Prozessor, alles das und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Also ich meine, dieser Computer, der arbeitet ja auch konstant, da hat man nie Ruhe, man findet nicht zur Ruhe, ganz, ganz schlimm. Und mein Bruder, der stand dann nur so daneben, wie wirklich nur mein Bruder neben Leuten schweigend stehen kann, nickte immer so, Und dann hat die gelabert und gelabert und dann immer mehr elaboriert. Und je mehr mein Bruder schwieg, desto mehr redete sie, was also dieser Computer Schreckliches mit ihm anstellt. Und irgendwann sagt er, ja, nur, also, das ist jetzt nur der Bildschirm. Ja, da ist so ein Kabel, das geht da in den Schrank. Der Computer, der steht da drüben. Und dann stand die Frau da so ein paar Schrecksekunden da. Ich habe es übrigens auf Video. Auf DV-Kassette. Ich habe alles gefilmt. Und dann stand die Frau so kurz so wie so eine Schrecksekunde. Ah ja, ja, ich merk's schon. Und hat wirklich die Stirn gehabt, doch sich auf den Fuß umzudrehen und in die Richtung mit ihren dämlichen Drähten zu tappen, die mein Bruder gezeigt hat. Unfassbar. Und wir haben dann auch an einem lustigen Weihnachten uns zusammen mit der Familie das nochmal angeguckt. Vielleicht finde ich das auch noch mal irgendwo. Sehr lustig, dass jetzt gerade das Emote von meinem Vater hier, der nicht dabei war. Ja, der fand das sehr, sehr lustig. Der fand das aber sehr, sehr lustig, die Geschichte. Und es war dann natürlich so, dass auch das ja nicht geholfen hat gegen die Schmerzen meines Bruders und die Kopfschmerzen und alles. Und irgendwann fanden wir dann, als wir aus der Bummfilm ausgezogen, also aus dem Ort, wo damals die Bummfilm war, ausgezogen sind, fanden wir unter den Tisch, unter der Arbeitsplatte, eine CD, die dort hingeklebt war in einer Hülle und darauf stand, ich glaube, also war ein Dreieck drauf gemalt und in meiner Erinnerung stand darauf Celtic Energy Disc. Also meine Mutter, die wie gesagt jetzt absolut geheilt ist von diesem Bullshit, definitiv, hatte sich dann danach von der Wünschelrutenfrau doch noch etwas aufschwatzen lassen, was man unter den Tisch klebt und zwar an der Stelle, wo sie den Computer falsch vermutete, was keine Wirkung hatte. Ja. Ich habe es aber dann in Mara und der Feuerbringer reingeschrieben, die Celtic Energy Disc. Das ist auch im Film drin, wenn die Mutter dann sagt, jetzt leg mal das Köpfchen ab und dann sagt die Mara, nichts zu spüren, hast du wahrscheinlich falsch rum eingelegt. Also das ist ja, dieses das, Ding. Das, ist wirklich das, der Knaller. Das kann auch mit Wünschenroutengängern machen, wenn man die nach Hause bestellt oder so und stellt das Bett jedes Mal woanders. Dann finden sie die Strahlungsquelle auch jedes Mal unterm Bett, egal wo es steht. Ist es nicht auch so, dass überall Wasser ist? Also, dass egal ist, wenn jetzt jemand im Garten sagt, oh, hier ist eine Wasserader und ich grabe, dass es gibt keine Wasseradern. Also, Wasseradern gibt es mal nicht, aber was es tatsächlich gibt, was Holm gerade sagen wollte, es gibt natürlich überall Grundwasser. Also, Grundwasser ist flächig verteilt und deswegen, wenn man irgendwo ein Loch in den Boden bohrt, findet man fast überall Wasser. Aber keine unterirdischen Flüsse oder Adern, sondern das steht halt einfach so unterm Boden. Dorophobia, Nico hat nicht mehr Rücken. Das ist längst vorbei. Das ist alles vorbei. Und mit dem Wechsel der Computermonitore von Röhre auf TFT oder LCD oder was immer es war, braucht er auch keine Brille mehr. Ja. Aber habt ihr das Thema Energie schon gehabt? Weil das ist doch auch so ein Thema, wo ja Holm sich auch jedes Mal freuen muss, was so Energie und Strahlung alles der mit freut sich macht. Heute riesig. Der Holm. Wellen, ja, ganz, das, ganz das toll. Die Wellen. Genau, jetzt wo du sagst, genau. Viel besser sind ja noch die Wellen. Ja, was ist denn mit den Wellen? Holm, was ist denn mit den Wellen? Wir hatten tatsächlich meinen ganzen Kram. Ich wollte ihn jetzt auch nicht nach vorne drängen. Ich kann auch gerne drauf verzichten. Nee, also wir das ist auch ein guter Fuß, weil das Paradox an der Esoterik ist, obwohl die ja eigentlich von Wissenschaft gar nichts halten, begründen sie ihren ganzen Mumpitz mit wissenschaftlichen Begriffen. Also alles ist voller Schwingungen, Wellen, Energien, Quanten oder sonst was. Und das ist dann natürlich das ureigene Thema von Holm. Ja, wobei die Quanten im Bayerischen auch stinkende Füße sind, was ich immer wieder sehr schön finde. Die haben wiederum eine Wirkung. Auf den einen oder anderen. Ja, und Quantenquark kriegt eine ganz neue Bedeutung. Aber Holm, bitte erzähl doch mal ein bisschen was. Oh Gott, ja, also als ich angefangen habe,
mich mit Quantenesoterik zu beschäftigen. Da bin ich also tatsächlich Schutzengel zum an den Weihnachtsbaum hängen, die quantenmechanisch energetisiert sind und ähnliche Dinge gestoßen. Und habe mich irgendwie damit beschäftigt. Da habe ich in letzter Zeit eigentlich gar keine Zeit mehr dazu, mich um solchen Kram zu kümmern. Aber es ist also. Ist ja auch nicht Weihnachten. Es gibt natürlich immer noch. Also es gibt Quantenkraftsteine. Also das ist ein sehr schönes Produkt, ja. Der Quantenkraftstein. Ich glaube, wir hatten den hier schon mal. Das ist ein Stück, also es ist kein Stein, sondern es ist tatsächlich aus gepresstem Holz. Dann ist da so ein Symbol eingeritzt. Moment, stopp. Der Stein ist aus gepresstem Holz. Nur, dass ich das verstehe. Der heißt Quantenstein? Der heißt Quantenkraftstein und ist aus gepresstem Holz. Natürlich ja, also damit ist er das. Man den natürlich in eine beliebige Form bringt, weil so ein Stein hat ja... Also ich meine, was aus Stein rauszuschleifen ist ja aufwendig. Aus gepresstem Holz kriegt man das, glaube ich, leichter in die Form. Biologen hassen diesen Trick. Gerade so eine Handvoll. Man kann den schön anfassen. Ich habe ihn noch nicht angefasst, aber man sieht schon, das liegt gut in der Hand. Ja, und gibt es unterschiedliche Farben und mit so einem Symbol dann da drin. Und der harmonisiert dann also alles Mögliche und also kostet auch nur 800 Euro. Gepresstes Holz für 800 Euro. Ja, genau. Ja. Aber hat da irgendjemand was? Nee, 795, teilweise kriegt man ihn auch schon für 745, sehe ich jetzt gerade. Also hat da jemand was so rumgezaubert damit oder was? Also ich meine, oder wie? Also wie wird das erklärt? Oder ist es jetzt einfach nur ein... Also warum? Was? Also das ist die ideale Lösung bei geopathologischen Feldern und bei Strahlung, also vor allen Dingen durch Elektrosmog. Also Elektrosmog ist ja ohnehin, es gibt gerade eine neue Umfrage von der GWUP, dass Elektrosmog so ziemlich das einzige ESO- und Schwurbelthema ist, was momentan im Kommen ist. Und aber was du vielleicht mal erklären kannst, ist, weil da dieses Gesetz der Anziehung wird ja auch mit Quanten erklärt und dann hantieren die ja mit der spukhaften Fernwirkung und mit der Verschränkung. Wieso funktioniert das nicht? Was? Warum Fernwirkung über Verschränkung nicht funktioniert? Warum es im Makrokosmos nicht funktioniert. Ach so, ja, gut. Es gibt das quantenmechanische Konzept der Verschränkung. Das ist, wenn du zwei Teilchen hast, die im selben Prozess produziert worden sind oder die eine Gruppe von Teilchen hast, die eine Wechselwirkung miteinander durchlaufen haben und dann sozusagen voneinander getrennt werden und mit nichts anderem mehr interagieren. So lange, bis die mit irgendwas anderem wieder davon interagiert haben, bilden die quantenmechanisch noch einen Zustand. Das heißt, wenn ich die Information über eins von den beiden Teilchen habe, dann weiß ich eigentlich auch alles über das andere von diesen beiden Teilchen. Bis es mit irgendwas interagiert, dann ist es vorbei. Genau. So, die interagieren und sehr schnell, oder? Das normalerweise an Luft interagieren die sehr schnell. Außer wir reden von Lichtteilchen. Also wenn es Photonen sind, dann kann es tatsächlich sein, dass die sich über hunderte von Kilometern bewegen und halt mit nichts interagieren, weil Luft halt für Licht durchsichtig ist. Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber man kann diese Verschränkungen zum Beispiel nutzen, um Schlüssel zu generieren, die niemand abhören kann. Also wenn du auf einem Satelliten eine Verschlüsselung erzeugst, ein Muster von solchen Photonen erzeugst und schickst das an zwei unterschiedliche Stellen auf der Erde runter, dann haben die beiden im Prinzip, also wenn das alles klappt, im Idealfall beide einen identischen Schlüssel, den niemand anders abgehört haben kann. Weil wenn jemand dieses Photon einfangen würde, auslesen würde und neu erzeugen würde, würde er dadurch zusätzliche Fehler erzeugen in dem Signal, was am Ende rauskommt. Angus Höschen schrieb gerade, da musste ich gerade lachen, ach, das ist diese Gesetz der Anziehungskacke auf Clubhouse. Also es ist eine App, wo man Audioinhalte live hören kann. Auf Clubhouse ist das der letzte Shit. Da hörst du 10 Minuten zu und rammst dir danach lachend einen Schlagbohrer in die Gehörgänge.
Also was das mit einem Gesetz der Anziehung zu tun haben soll, praktisch ist natürlich vollkommener Unfug, weil im Prinzip alles, was wir, worüber Leute so reden, wo immer, also in der Esoterik immer die Verschränkung herangezogen wird, da geht es immer darum, dass Menschen miteinander oder Menschen mit irgendwelchen Gegenständen verschränkt sein sollen und so weiter. Und ich hatte gerade gesagt, das geht so lange, bis man das erste Mal mit der Außenwelt in Kontakt kommt. Die erste Wechselwirkung mit der Außenwelt. Ein Mensch ist aber ständig mit der Außenwelt in Kontakt. Wir stehen auf irgendwas, wir atmen, wir kriegen nicht, Licht aber. Ab. Nein, auch nein. Das ist Kontakt mit der Außenwelt. Du sitzt gerade, ne? Der Bernd steht nicht. Der Bernd geht auch nie raus, außer einmal zum Einkaufen. Aber wir verstehen, ja, aber was der Bernd ist im kompletten Kontakt mit seiner Wohnung. Also, ja. Zumindest mit seinem Stuhl und seinem Tisch da vorne. Und also du entkommst nicht. Also außer man ist in Waldi, dann ist man ständig. Ja, dann stell mir gerade vor mit der Außenwelt. Stell mir gerade vor, wie Bernd in so einem Nichts schwebt und dieser Hintergrund ist nur eingeblendet und der berührt tatsächlich. Im Lotus. Ja, also man müsste die Kamera dreht sich mit. Um nicht über Strahlung mit der Außenwelt in Kontakt zu sein, müsste man auch noch eine Temperatur nahe am absoluten Nullpunkt haben. Und das schließt sich halt dummerweise damit aus, dass man irgendwie lebt. Ja. All das traue ich Bernd einfach komplett zu. Ja, ja, deswegen braucht er auch keinen Kühlschrank, weil es bei ihm eiskalt ist. Ja. Darf ich ganz kurz, weil ich gar nicht in der Pre-Show war, was zu Lydia sagen, was ich eigentlich in der Pre-Show sagen wollte. Hm? Und weil wir auch so die schöne Fahne im Hintergrund am Wehen haben. Kommt drauf an, wie diskret es ist, ja. Ich fand diesen Comic, den du gerade rausgehauen hast, mit dem Einhorn und dem Fußball aufgespießt, mit dieser Regenbogen, ganz großartig. Ja. Da habe ich auf Twitter schon getan, auf Facebook noch nicht. Bitte alle mal Lydias Social Media Account, das ist ein sehr schönes Ding. Super geil. Lydia gezeichnet von Vladi Kraft auf einem Einhorn, Kraft, genau. Das ein Fußball durchbohrt hat. Großartig. Muss ich nochmal kurz erwähnt haben. Ja. Und ihr könnt auch Atelier Vladi googeln. Das Atelier war Vladi von Vladi Kraft. Mega offizielle Werbung. Aber ja, tolles Bild. Vladi ist definitiv super. Passt gar nicht, aber ich musste das jetzt kurz gesagt haben. Nein, das ist super. Dankeschön. Das ist echt super. Danke. Ganz kurz. Nein, Bernd, das muss ich vorlesen. Juka schreibt, vielleicht könnte man eine handgepresste Handyhülle aus Quantenschwein herstellen und ich stelle fest, dass entweder irgendwo ein Verständnisfehler war weiter oben oder es im Chat irgendeine Art von Eigendynamik angenommen hat, die ich übersprungen habe. Nur zur Sicherheit möchte ich nochmal sagen, es ging um Quantenstein, nicht um Quantenschwein. Nein, das ist Quantenschwein ist ja aus Rind hergestellt, das wissen ja auch die wenigsten. Das ist also gepresstes Rind, was dann als Quantenschwein verkauft wird. Das genau. Ja, gibt's okay, hier so Bernd, entschuldige bitte. Quantenschwein, bitte. Weil Holmes kurz erwähnt hat, es ist in der Tat so, dass wir, also die GWOP jetzt vor allem für Mitglieder und vor allem für solche, die es unbedingt werden am Donnerstag die besagte Pressemitteilung herausgeben, von der Holm schon gesprochen hat. Scheiße, habe ich zum das ersten jetzt? Ja. Ja, es ist so halb. Vereinsausflug wird gerade vorbereitet in Rostock. Eigentlich ist Sperrfrist bis am Donnerstag, aber ich denke, so grobe Sachen darf man erzählen. Also wir haben tatsächlich, wie Holm gesagt hat, zum ersten Mal eine eigene Frage über den Glauben an Esoterik in Auftrag gegeben bei einem MNIT-Nachfolgeinstitut, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das werden wir am Donnerstag herausgeben. Ich kann so ganz grob sagen, es ist so, wie Holm gesagt hat, also GWOP gibt es seit 1987. Wir haben es verglichen mit Umfragen aus den frühen 2000ern in ausnahmslos allen Bereichen, UFOs, Hellseherei, Geistheilen, Homöopathie, ist der Glaube an Esoterik massiv, manchmal sogar im zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen. Liegt natürlich an 35 Jahre Aufklärung, GWOP, Huxilla, Lydia Wenecke, Quantenquark, Ferngespräch, was auch immer. Ausschließlich daran, ja. Nur ein einziger Punkt, genau wie Holm gesagt hat, das, was in den 2000ern Elektrosmog, Mobilfunk, Angst war, das hat sich 1:1 transferiert jetzt mit 5G und ist immer noch genauso massiv und hat genauso eine hohe Zustimmung. Aber es ist dann wieder etwas Neues, also immer diese neuen Technologien, die Ängste auslösen. Ja, Menschen. Theater, also Bücher, Radio. Also Eisenbahn. Platz das Gehirn. Und dafür, um jetzt dafür braucht man dann eben diesen Quantenkraftstein als Schutz vor schädlicher Strahlung.
weil der nämlich sich mit dem Träger und dessen Seelenleben bzw. Feld verschränkt und so eine Anbindung zum höheren Selbst vereinfacht. Das ist alles wunderbar. Das Problem ist, der Chat, den Chat haben wir verloren. Der Chat sinkt inzwischen in Helge Schneider-Manie. Quantenschwein, Quantenschwein. Quanten machen Schweinefein. Es ist vorbei. Also wir können uns jetzt hier noch weiter unterhalten, aber mit dem Quantenschwein sind es jetzt zwei Universen, der Chat. Können wir uns mit dem Quantenschwein verschränken, wenn wir einen von diesen Steinen channeln? Dann ist wieder alles eins und. Es ist tatsächlich, also der Chat hat einen Begriff gefunden, der auf Google genau dreimal auftaucht. Das sollte ich euch schnell patentieren. Aber was ich spannend finde, jetzt nochmal davon ab, das, was du gerade gesagt hast, Holm, du hast ja gerade das Wirkprinzip dieses Quantensteins beschrieben. Und spätestens nach dem zweiten Halbsatz hat das einfach in meinem Kopf, da bin ich jetzt wie Tommy, bei diesen esoterischen Texten macht bei mir und es kommt nichts mehr an. Also ich nehme das vereint sich mit meinem Seelenheil und dann ein höheres und dann hört es auf. Mhm. Ja, das ist ja auch genau das, was es tun soll. Es ist das ist genau. Das ist genau das, was es soll. Ja, du musst es jetzt nur kaufen, Alexander. Die sind auch immer zu lang. Ja, das löst bei mir ja Reaktanz auf, dass ich das nicht haben will. Ich will ja Dinge verstehen, die ich mir brauche. Dann schenke ich es dir. Okay, ja, Svenja Block, du hast recht, das Quark-Quark klang eher nach einer Quantenente. Ich möchte jetzt aber wirklich nicht weiter. Was passiert, wenn Alexander Hoaxmaster seinen neuen Klemmbaustein Thanos-Handschuh mit 6 Quantensteinen bestückt? Okay, wir haben sie verloren. Es ist vorbei. Nee, das ist hier der hier. Ja, ja, ich weiß, aber es ist... Dann verschränkt sich das und dann... Eine Quente, Coyote, natürlich! Eine Quantenente ist eine Quente. Ja. Ein Quentchen ist ein kleiner Quantenschweinebraten. Oh Gott. Quantenschweinebraten? Was? Mich? Okay, jetzt haben wir das umgekehrt. Bernd, wolltest du nicht irgendwas zu channeln erzählen? Bernd, mach genau, bitte die Sendung, Bernd. Jetzt bitte. Haben wir oder irgendwer. Ich habe eine Frage. Alexander, Frage. Ja. Stopp, warte, eins noch. Bernd, was ist umgekehrt? Naja, jetzt haben wir das umgekehrte Problem, dass wir von dem Jux wieder runterkommen müssen. Ja. Achso, ja, das ist schwierig. Aber die Alexa ist Spielverderber. Hau rein. Ja. Jawohl. Ich habe meine Frage, also wenn wir jetzt schon über diese Umfrage gesprochen haben, ich weiß nicht, wie detailliert ihr darüber sprechen dürft jetzt schon. Gar nicht. Gar nicht. Schade, dann hat sich meine Frage. Spitze, Alexa, das hat super funktioniert. Warte halt bis Donnerstag. Ja, komm, mach mal. Sag mal. Ich wollte nur fragen, ob ihr da auch zwischen den Geschlechtern unterschieden habt, weil es ja immer noch so die Vorstellung durch die Gegend geistert, dass Frauen eher Esoterik zugeneigt sind als Männer, und ich werde auch nie, gut, das ist eine Anekdote, meinen einzigen Besuch auf einer Frauenmesse vergessen, den ich... Eigentlich möchte ich Frauenmesse? Eigentlich möchte ich, ja. Alles für die Frau in Münster. So. Es trug sich zu, ich weiß gar nicht, bevor wir nach Hamburg gezogen sind, 2009, ich 2010. War da nicht bei. Ja, alles für die Frau. Du hättest ja auch nicht reingedurft wahrscheinlich. Genau. Ich glaube, es gab einen Stand, an dem Fahrräder verkauft wurden. Alles andere, und wahrscheinlich waren die Fahrräder auch irgendwie mit Quanten behandelt oder ich weiß nicht was, alles andere, jeder einzelne Stand in dieser Messehalle hatte etwas mit Esoterik zu tun, auf die eine oder andere Weise. Nein. Und ich war nach 5 Minuten einfach so weit, dass ich meinen Glauben an die Frauheit komplett verloren hatte und einfach nur noch rückwärts da wieder rausgestolbert. Und so am Obo schreibt gerade. Und abnehmen gedöhnt. Doch schon, aber es hatte alles einen irgendwie ideologisch-esoterischen Überbau. Als ob du selbst eine, weiß ich nicht, ein Buch übers Häkeln oder so nicht verkaufen kannst, ohne zu sagen, häkel dir dein Universum so, wie du es haben willst. Oder so. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Awesome Ovo schrieb gerade, treffen wir uns am Frauengoldstand. Den hätte ich gebrauchen können. Wobei, beim Häkel-Universum habe ich Holms Gesicht Augen kurz mitzusehen. Wenn ich mir dein Universum häkeln kann, als Zugabe mit meinen Eigenschaften. Gibt es ein Buch von Bernd übers Häkeln? Warum wollt ihr das wissen? Ihr seid seltsam heute. Gibt es, das hat sie aber nicht gut verkauft. Ja. Aber im Antiquariat ist es noch zu haben. Ist noch zu haben. Ja, also, ich hab das Stream, ohne dass ich weiß. Genau. Lydia hat es gekauft, also muss es das geben. Vielleicht solltest du ein Buch übers Häkeln schreiben und dabei das Häkeln lernen. Das hatten wir doch vorhin schon mal. Ja, ich habe auch sonst nichts zu tun. Ja. zu Alexa, ich
weiß es nicht. Ich hoffe, dass es so ist. Ja, ich weiß es aber tatsächlich nicht, ob das unterschieden worden ist. Wir haben aber, also das, was du sagst, ist natürlich grundsätzlich richtig. Man könnte erstmal meinen, wenn man in Frauenzeitschriften guckt, ne, dass Esoterik ein klassisches Frauenthema ist. Es gibt aber dazu eine andere Untersuchung von Professor Hell vom GWOP-Wissenschaftsrat von der Uni Münster. Und da ist es eigentlich so, dass sich da Frauen und Männer nichts nehmen, es sind nur andere Themen. Mhm. Männer sind technikaffiner, UFOs, Parapsychologie, was weiß ich, Quantenfrauen, alles, was mit Gesundheit, Körperarbeit, Beziehung zu tun hat. Der hat in seiner Umfrage überhaupt keinen Unterschied zwischen, keine Ahnung, Mann, Frau, jung, alt, arm, reich, irgendwas gefunden. Der einzige Punkt, wo man Gläubige und Nichtgläubige, also Skeptiker und Esoteriker unterscheiden kann, ist seiner Meinung nach der Umgang mit dem Zufall. Da sind wir wieder bei der Esoterik. In der Esoterik gibt es keinen Zufall. Alles hat irgendeinen Sinn, alles ist vorherbestimmt, alles hat eine Bedeutung. Das ist der Punkt, wo Gläubige und Skeptiker sich unterscheiden, weil wir oder ich, keine Ahnung, Lydia, sagen, nee, das ist natürlich ist Zufall und alles, was auf der Welt passiert ist. Und damit bist du auf der einen Seite, hast du die Querverbindung zum Verschwörungsdenken, weil auch das Verschwörungsdenken darauf aufbaut, dass natürlich nichts zufällig passiert. Und auf der anderen Seite macht es das umso absurder, dass die ständig versuchen, die Quantenmechanik zu kapern. Mhm. Weil wenn du aus der Quantenmechanik eins ableiten kannst, also wenn ich gefragt werde, sag doch mal, was ist eigentlich die zentrale Erkenntnis aus der Quantenmechanik? Da hat mich mal jemand in einem Interview drauf festgenagelt und mir fiel partout nichts ein und ich musste es also, wie so eine zentrale Aussage aus der Quantenmechanik und irgendwie nach einem Moment nachdenken dämmerte es mir, ja, es gibt Zufall, es gibt den absoluten unvorherbestimmbaren Zufall, der durch nichts beeinflussbar ist. Das ist das, was uns die Quantenmechanik ganz eindeutig und unwiderlegbar sagt. Und das ist natürlich, also damit ist eigentlich, sollte man eigentlich sagen, ist dieser ganze Quantenschwurbel entlarvt sich eigentlich selbst, ja. Ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast, das ist ja auch schwer auszuhalten, sich klar zu machen. Es gibt so viele Zufälle. Mhm. Also zum einen, jederzeit kann was passieren, was Schlimmes passieren. Und zum anderen, ich habe keinen Einfluss darauf auf ganz, ganz viele Dinge. Kann ich einfach nicht beeinflussen. Und das hat keine Bedeutung. Aber warum ist das Zufall, schwer auszuhalten? Ich glaube, dass es für viele Menschen wirklich schwer auszuhalten ist. Du musst eine Frustrationstoleranz haben, um das auszuhalten. Ja. Und du musst so eine hohe Selbstwirksamkeit für dich in deinem Leben haben, dass du aushalten kannst, dass du den Rest eben nicht beeinflussen kannst. Genau. Aber es hat auch durchaus was Tröstliches, finde ich. Also Holm, die Antwort ist, es sind nicht alle so wie du. Das ist, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich finde es auch richtig zu sagen, es hat was Tröstliches, aber das. Ja. Ich bin nicht für den Scheiß verantwortlich, der mir zustößt. Es gibt den Teil natürlich, aber am Ende kann ich gemacht haben, was ich will und es kann immer noch in die Hose gehen, weil irgendwo in China unser Kreis umgefallen ist, der irgendeinen Scheiß beeinflusst hat, der mir jetzt zustößt. Mein Gott. Ich finde, Alexa hat am Anfang was sehr Wichtiges dazu gesagt, als sie dieses Sternenstaub von Carl Sagan erwähnt hat. Es gibt in einer, ist den Namen nicht mehr parat, aber in einer der letzten Vince Ebert-Shows, da hatte er das am Schluss auch. Vince Ebert hatte so ein Physik-Kabarett gemacht und hat dann am Schluss auch dann eine wirklich, also für mich sehr ergreifende, fast spirituelle Nummer gehabt, wo er dann auch gesagt hat, ja, nein, wir sind nicht einfach weg. Keiner von uns verschwindet einfach. Wir werden zu Sternenstaub. Unsere Moleküle verbinden sich mit anderen Leuten, mit dem Universum. Das mag für uns, mag das eine tolle Vorstellung sein, aber da finde ich, hat Sophia genau das Richtige gesagt. Für Esoteriker, die sagen sich, nein, ich bin kein Staub, ich bin kein Nanopartikel, ich will eine Bedeutung in diesem Universum haben. Das ist der entscheidende Unterschied. Also da fällt mir nur und uns und der Anhalter durch die Galaxis ein, wo Seyfert Beeblebrox, der wird in ein Gerät gesperrt zur Strafe, was ihm zeigen soll, wie unsignifikant groß, also sprich klein er im Verhältnis zum Universum ist. Und er kommt aus diesem Ding raus und ist gestärkt wie nie.
Und alle sagen, warum, das kann doch nicht sein, das kann nicht funktioniert haben, vielleicht ist das Ding kaputt. Er muss doch gesehen haben, wie egal er ist in diesem riesigen Universum. Und er sagt nur, das Universum ist so riesengroß und unendlich und trotzdem hat man mich gesehen. Aber ich will noch mal zwei Punkte rausschneiden. Und ich, wenn Sophia das nicht angesprochen hätte, hätte genau ich zu dem gleichen Zeitpunkt das gleiche gesagt. Ja, ich war halt schneller. Du warst halt schneller, aber das macht er nicht. Du warst halt aber weg. Ja. Gleichzeitig ist es dann wiederum so, und das erlebe ich ganz oft, das macht die Kommunikation zwischen sogenannten Skeptikern oder Freunden des wissenschaftlich-rationalen Denkens und Menschen, die der Esoterik anhängen, auch manchmal so schwierig, dass man natürlich sagt, wenn man eine hohe Selbstwirksamkeit hat, sagt, da gibt es den Zufall und es gibt Dinge, die kann ich beeinflussen, dann gibt es einen Punkt, da kann ich es nicht mehr beeinflussen, dann muss ich es nehmen, wie es kommt. Das sind eher Skeptiker, die so argumentieren, und die anderen, die damit ein Problem haben, die treffen aufeinander und verstehen sich einfach nicht, weil der Skeptiker sagt, ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Und der Esoteriker sagt völlig zu Recht, du verstehst mein Problem nicht, weil ich mir darum Sorgen mache. Und man muss, das ist mal etwas, was Alexa und ich häufiger geprägt haben, so eine Art Perspektivenwechsel mal ganz kurz zumindest mal vornehmen und verstehen, warum jemand Angst hat. Und viele der esoterischen Handlungen, der esoterischen Geräte sind ja im Grunde genommen gemacht oder werden benutzt oder werden gekauft oder kommen zum Einsatz, damit ich ein Stück weit Kontrolle wiederbekomme. Mhm. Ja. Also unerklärbarer Rückenschmerz, den kann man auf ganz vielen Ebenen beikommen. Wenn man das Glück hat, einen guten Arzt zu haben, der Psychosomatik versteht, dann sagt er immer, das ist psychosomatisch. Und dann sagen die, ich bin irre. Nein, sie sind nicht irre. Der Schmerz ist echt, aber es hat keine orthopäischen Ursachen, ihr Schmerz. Naja, hoffentlich ist es keine Knochenmetastase. Das kann, also ich meine. Wenn du das ausgeschlossen hast, natürlich, völlig klar. Wenn du das ausgeschlossen hast. Und dann bist du aber in einem Bereich. Ich wollte nur davon, also auch Rückenschmerzen sind nicht immer psychosomatisch. Können auch Bandscheibenvorfälle oder Knochenmetastasen sein, im schlimmsten Fall. Danke für dieses grausame Beispiel, Holm, an der Stelle. Du hättest auch einen Bandscheibenvorfall nehmen können oder einen Hexenschuss. Ja, aber nein, der Holm ist die Knochenmetastase. Holm wollte nur zeigen, was nach 5 Minuten googeln passiert. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Schmerz. Dann hast du jemanden, der dann kommt und sagt, ah, das ist hier so eine Energie, und dann plötzlich hast du deine etwas, wo du deine Wirkerwartung dran knüpfst, und dann kann das auch helfen. Das ist natürlich die falsche Erklärung für das Thema, aber du hast ein Stück weit die Kontrolle über diesen Rückenschmerz zurückbekommen. Und sei es Kartenlegen, sei es der Besuch bei einer Wahrsagerin oder bei einem Wahrsager, all diese Punkte geben dir gefühlt Kontrolle zurück. Es ist natürlich keine Kontrolle, aber für viele Menschen ist es wichtig, Kontrolle zu haben, und deswegen neigen sie sich. Wie bitte? Es gibt das Gefühl von Kontrolle zurück. Das Gefühl von Kontrolle, genau. Und das ist für viele Menschen wichtig. Und deswegen ist es natürlich viel schöner, wenn man, so wie Holm, die unterstellt das jetzt mal, dieses Gefühl von Kontrolle sowieso schon hat, ohne irgendwelche esoterischen Zusatzleistungen sich hinzuziehen zu müssen. Aber man muss verstehen, dass Menschen, die so ganz tief in der Esoterik drin sind, danach suchen und im Zweifelsfall dann, wie bei so einem teuflischen Placebo-Effekt, möchte ich das mal nennen, oder bei einer teuflischen Wirkung, dann ja auch bestätigt werden. Und dann ist es ja quasi so selbstbeschleunigend, wenn es einmal funktioniert hat, funktioniert es auch zweimal, dreimal. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann gehe ich aber in das gleiche Regal im esoterischen Gemischtwarenladen und guck mal ein Regal weiter, was steht denn da? Und das muss man verstehen. Und man muss diesen Menschen im Grunde genommen nicht fragen, warum glaubst du, dass das wirkt, und ihn dann physikalisch erklären, das ist meine Ansicht inzwischen nach vielen Jahren im Umgang, physikalisch erklären, warum das nicht funktioniert, sondern viel wichtiger ist die Frage, warum ist es dir wichtig, dass das Quantenschweinbrettbratengerät für dich was macht? Und dann kriegt man ganz spannende Antworten tatsächlich. Das ist auch super nervig, funktioniert nicht immer, völlig klar, aber es hilft. Quantenschweinbrettbratengerät, Pixelfee, das will ich nachher sehen. Es ist eine sehr einfache Art, um auf Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem man spezielle Alias im Chat verwendet. Ich möchte an der Stelle sagen, bei mir hat es funktioniert, bitte weiter so. Diese Person hier heißt Holmydia Krabkauhader. Okay. Also, hat geklappt. Sehr gut. Weiter so. Was sagt sie denn? Nix. Ist egal. Nein, doch. Sie schreibt, ist Osteopathie jetzt eigentlich Esoterik oder nicht?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich würde immer darauf sagen, es kommt darauf an, welche Ausbildung der Osteopath genossen hat. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, mal sagen, Osteopathie ist von ihrem theoretischen Überbau her unwissenschaftlich. Genau, das kann man auf jeden Fall festhalten. Also nicht evidenzbasiert. Es gibt Leute, die tatsächlich sinnvolle Therapien, die auch wissenschaftlich und fundiert wären, unter dem Label Osteopathie vermarkten. Aber dann eher manualtherapeutisch tatsächlich unterwegs sind. Also manuelle Therapie als Zusatzbezeichnung. Im Prinzip, in der Regel sind das Leute, die Osteopathie als Zusatz machen, die eine Ausbildung beispielsweise als Physiotherapeut haben. Und die darüber auch irgendwo wissen, was sie tun und wissen, dass sie nichts kaputt machen. Ach so, die das aber nicht wissen, weil sie Osteopathie können, sondern weil sie andere Dinge können. Genau. Weil sie die Grundlagen mal gelernt haben. Entweder weil sie in einem Medizinstudium oder in einer Ausbildung aus einem medizinischen Beruf, wie eben Physiotherapeut. Ja, also der Überbau der Osteopathie ist eigentlich nicht nur unwissenschaftlich, sondern nachgewiesen falsch. Also zum Beispiel die Rolle des Bindegewebes, was das alles kann. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, ganz kurz, Bernd, bevor du den Überbau machst. Ganz wichtig ist, Osteopathie funktioniert an keinem Fall. Da bin ich bei dem Punkt, was ich sagen wollte. Wenn jemand, der Arzt ist, ganz wichtig, es muss erstmal ein Arzt sein. Jemand, der Osteopath ist und nicht Medizin studiert hat, da würde ich auf keinen Fall mich anfassen lassen von. Schritt 1. Lass mich das dazu sagen. Und dann, wenn er beginnt, an den Weichteilen herumdrücken zu wollen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und noch viel wichtiger ist, dass er auf keinen Fall bei Kindern an den Weichteilen herumdrückt. Das gibt es bei uns zum Glück weniger, aber in anderen Ländern gibt es das. Da kann man Kinder schwerst mit verletzen, schreiende Kinder zum Osteopathen bringen in anderen Ländern, auch jetzt nicht mehr Europa, in Großbritannien sehr beliebt gewesen. Dann quetschen die an den Kindern rum, weil da irgendwas im Ungleichgewicht ist. Also Osteopathie oder die Zusatzausbildung Osteopathie für Ärzte kann man gelten lassen, weil die zu normalerweise immer eine Manualtherapie-Ausbildung haben, das heißt auch so manuelle Therapie oder unter Umständen Chirotherapie gemacht haben, was auch evidenzbasiert ist, und dann unter Umständen für Dinge, wie zum Beispiel so eine Nackenblockade, nochmal etwas anderes nehmen, aber es sozusagen aus dem Werkzeugkasten nehmen, der ihnen sowieso schon ganz breit zur Verfügung steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde niemals zum Osteopathen alleine gehen. Also Alexander, ich widerspreche dir ungern, aber ich habe doch deutlich den Eindruck, dass Kinderosteopathie ein Riesen- oder gerade Babyosteopathie ein riesen boomendes Thema gerade ist bei uns. Wird bei uns mehr, in Großbritannien ist es noch mehr, da sind auch mehr Kinder zu Schaden gekommen schon, aber ja. Suche eingeben, da ist auch was über Und ich würde gerne noch ein Buch empfehlen. Edzard Ernst hat ein Buch geschrieben über, also im Englischen heißt es Scam, So-Called Alternative Medicine. Auf Deutsch heißt das Ganze Schmu, scheinmedizinischer Unfug. Und ich hatte die Ehre, das übersetzen zu dürfen. Und das kriegt man im JMB-Verlag. Aber wäre das nicht jetzt ein guter Punkt, es ist ja auch bald zu Ende, um noch, also was Sophia gesagt hat und Alexander, vollkommen richtig. Natürlich habe ich auch persönlich Verständnis für die Leute. Natürlich gibt es da wahnsinnig nette Leute. Natürlich meinen die das alles furchtbar gut. Aber wollen wir vielleicht 2 Minuten noch über Gefahren reden? Darf ich? Unbedingt. Unbedingt, aber Alexa bitte. Ich wollte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, warum ich so mit 15, 16 total auf der ESO-Schiene war und das irgendwie alles ganz toll fand. Einen Grund dafür habe ich genannt im Vorgespräch. Ich komme aus einer Kleinstadt, aus einer Kurstadt, die einen Altersdurchschnitt über 60 schon immer hatte und wahrscheinlich liegt er inzwischen noch höher. Und die für Jugendliche irgendwie null Freizeitangebote hatte, also wirklich nichts. Was haben wir gemacht, wenn wir irgendwie mal uns einen netten Nachmittag machen wollten? Dann haben meine Freundin und ich uns eben im Esoterikladen des Ortes getroffen und haben da irgendwie nach Heilsteinen geguckt, haben uns Tarotkarten angeschaut, Räucherstäbchen und Bücher und so und fanden das irgendwie richtig cool und hatten dabei, ich glaube, der kam erst später, aber hatten dabei immer so ein bisschen den Film The Craft, der Hexenclub, also den ursprünglichen, nicht das Remake, im Kopf und so fanden das irgendwie alles ganz spannend und haben dann halt angefangen, Tarotkarten zu legen, zu pendeln, sowieso immer räuchern. Also jeder Raum musste dann irgendwie gereinigt werden, so mit Räucherzeug.
Und das hatte einmal irgendwie so die Funktion, mal so 5 Minuten aus dem Alltag auszusteigen. Also wenn die Schule irgendwie stressig war, wenn irgendwie alles genervt hat und die Eltern genervt haben oder so, dann waren das 5 Minuten, die nur uns gehört haben, wo wir irgendwie was Besonderes gemacht haben. Da war auch immer so ein bisschen so eine Sehnsucht nach Ritualen dabei und so nach feststehenden Abläufen, die man dann zelebrieren konnte. Das zum einen, dann hat es irgendwie Erklärungsmöglichkeiten geboten für Dinge, die irgendwie schiefgelaufen sind. Oh, er hat mich aber heute nicht angeguckt in der Pause oder so. Oder er ist einfach weggegangen und ich habe irgendwie das Date nicht gekriegt, was ich unbedingt haben wollte. Da hast du dann irgendwie eine Erklärungsmöglichkeit gehabt. Oder aber eine Basis für Entscheidungsfindung. Also gerade so, was das Pendeln angeht und was das Tarot angeht, war das halt so eine Möglichkeit zu gucken, ja, was mache ich denn morgen irgendwie? Wie werde ich mich verhalten? Was sollte ich tun? Was sollte ich lieber bleiben lassen? Und das hat eine Zeit lang mal richtig gut funktioniert, bis ich gemerkt habe, dass diese vermeintliche Kontrolle, die ich da hatte, genau, Beißholz in Hab 8, eigentlich total unfrei gemacht hat, weil ich irgendwann nur noch das Gefühl hatte, ich kann Entscheidungen treffen, wenn die Sterne richtig stehen, wenn die Tarotkarten was Bestimmtes sagen, wenn das Pendel die Antwort gibt, die man irgendwie haben will. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, irgendwie das kann es nicht sein, wenn du das Gefühl haben musst, du kannst keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Und du bist immer irgendwie, das hat man ja am Anfang schon gesagt, selber schuld, wenn was nicht funktioniert, weil du dich nicht konzentriert hast auf das, was du eigentlich haben wolltest oder wenn du dich bei dem Ritual nicht richtig konzentriert hast oder so. Also irgendwas muss immer schiefgegangen sein bei dir selber, wenn du nicht das kriegst, was du haben willst. Abgesehen davon, dass man natürlich als Teenager öfter sowieso gerne mal um sich selber kreist, aber solche Sachen verstärken das unter Umständen noch. Das muss ich kurz einwerfen, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass da fühlt sich die Trixel sonst falsch verstanden. Mein Vater ist Osteopath und hat die Ausbildung auf Physiotherapeut aufgesetzt. Mein Vater ist kein Schwurbler oder Esoterik. Was er macht, passt gut und hilft auch ziemlich gut. Ich möchte nur einmal kurz sagen, Trixel, das ist das, was der Alexander gesagt hat. Ich habe es eingeschränkt. Nein, das ist gut. Also Physiotherapie ist natürlich auch eine Ausbildung, die ich gelten lasse. Aber das ist nicht jemand, der irgendwo auf der YouTube-Akademie oder nochmal am Wochenendlehrgang Osteopath ist, sondern der eine fundierte Ausbildung, der weiß, wie ein Körper funktioniert. Genau. Das wollte ich nur noch nicht, dass du das falsch verstehst. Okay, und dann wollte ich an das, was Alexa gesagt hat, eigentlich dringend die Lydia anschließen, weil ich den Eindruck hatte, Lydia, du warst Ministrantin. Ist das nicht im Endeffekt genau das Gleiche, was die Alexa beschreibt? So nach dem Motto, wir hatten ja nichts an Freizeitaktivitäten. Das wollte ich jetzt. Ihr hattet Kopfschleifen. Aber nein, und Fotowettbewerbe. Nein, was ich damit eigentlich meinte, ist, dass das war auch in Polen. Dass auch Ministrantin war ich in Deutschland. Ah, okay. Ich war ja mit 4,5 1987, als die GWUP gegründet wurde. Auch das ist sicherlich irgendeine Quantenverschränkung. Bin ich aus Polen nach Deutschland gekommen. Nein, du bist nach diesem Foto aus Polen nach Deutschland gekommen. Aber war dann anders gefragt, war es so, dass das Ministrantentum und das kirchliche Umfeld für dich einen ähnlichen Effekt hat wie bei Alexa? Also ich meine, interessanterweise war das eine Phase, wo ich sogar beides kannte, weil wir hatten zwar keinen ESO-Laden in Bottrop, aber es gab auch in Bottrop echt wenig Unterhaltung aus meiner Sicht. In meinem Stadtteil schon mal gar nicht. Da war die Kirche echt das Highlight. Das Highlight. Also wenn die Kirche... Der Jugendclub im Stadtteil in Bottrop. Wenn die Kirche das Highlight ist, dann muss man sich echt... Ja, okay. Ach, Bottrop. So, aber auf jeden Fall, es war der Stadtteil Wellheim für alle Bottropper. Nun ja, also da war schon früher nichts. War früher nichts, es war heute nichts. Naja, aber tatsächlich war ich, glaube ich, in der Kirche, weil ich damals noch glaubte, aufgrund der kulturellen Sozialisation und der Geschichten, dass es ein göttliches Lebewesen gäbe, wobei ich dazu eben Zweifel hatte und am Ende war mir klar, das ist eben alles eine psychologische Sache, ne? Das mit den Gebeten und so weiter, dass Menschen sich dann besser fühlen. Aber auf jeden Fall, parallel dazu gab es auch diese Esoterik-Geschichten. Wir hatten auch in der Schule die Klassiker, irgendwie Karten legen, pendeln und auch mal diese ominösen Geisterbeschwörungsdinger. Und der Witz ist, dass ich eigentlich fast immer diese Sachen manipuliert habe, um den anderen positive Ratschläge zu geben, von denen ich meinte, dass sie weiter. Das ist wirklich. Okay. Sehr dankbar. Also du warst, glaube ich, diejenige, die dann beim Gläserrücken, ja. Genau, Lydia. Du warst so ein bisschen. Warst du dann? Nein, das darf ich nicht vergleichen.
Ich hatte Charles Manson auf dem, aber du bist ja kein, kein Con-Artist. Überhaupt nicht, einer muss das machen beim Gläserrücken, sonst ist es ja doof und funktioniert nicht. Also genau. Wenn da keiner ist, der das macht, ist es ja scheiße. Und ich habe sogar perfektioniert, ein Pendel so zu halten, dass man die Mikrobewegung nicht sieht, ich es aber tatsächlich beeinflussen kann. Muss ich nochmal ausprobieren, ob ich das immer noch kann. Du warst ein Con-Artist. Du warst eine Betrügerin. Ja, aber ich meine, wir hatten ja nichts. Die einen sagen, jung. Ach so, weil wir nichts hatten, warst du. Das war witzig, einigermaßen. Nein, ich habe den Leuten sogar irgendwann gesagt, dass ich es manipuliere und jetzt kommt's. Die haben das nicht geglaubt. Das würde ich doch sehen, mach mal. Ja, das, wenn man das nicht sieht, dann kann das so, auch nicht sein. Ja, so, und das, es stimmt ja auch und bla, und dann habe ich es aufgegeben. Aber naja, das waren nur kurze Anekdoten, also am Rande so in einer Schulpause, ja. Aber auf jeden Fall... Tommy, das ist kein Pendel. Mir wollten Leute das nie machen. Also, was? Ja. Mit mir wollte nie jemand irgendwelche... Mädchen haben das mehr gemacht als Jungs. Soweit ich mich zurückerinnere, übrigens, interessanter Punkt, waren es eigentlich immer nur Mädchenkreise, wo höchstens mal aus... Zufall mal ein Junge dabei war, aber ich glaube, es war doch tendenziell eher bei den Mädchen mit diesem ganzen Rumexperimentieren. Und es gab auch ESO-Messen. Ihr hattet noch nicht mal Jungs im Bottrop, meine Herren. Wir waren sogar zweimal auf so einer ESO-Messe mit der Mutter einer guten Freundin, um zu schauen, was da so los ist. Aber mir war ja klar, dass die auch nichts anderes machen als ich. Aber ich habe kein Geld dafür genommen. Stimmt, das ist der Unterschied. Und du hast niemanden zu morden angestiftet, was ich wirklich bei dir hoch anrechne, weil es hättest du machen können, hättest du sagen können... Der Mathelehrer, das geht ihm nicht. Der Mathelehrer, der wohnt da hinten in Bottrop, Flülzenbülz da hinten. Da musst du lang. Da will irgendjemand, ja, hätte sein können. Danke, ja, aber, dass du das nicht gemacht hast. Das waren also zwei Sachen. Dass die ESO-Sachen nur, manipulierte Menschenkenntnis waren, das war mir schon relativ früh klar. Aber tatsächlich bei der Kirche habe ich halt länger vermutet, dass da irgendwas im Kern drin ist. Ich habe immer gedacht, ich glaube an ein göttliches Wesen, also als Minderjährige. Ich habe aber nicht unbedingt an das Konzept der Kirche geglaubt. Deswegen habe ich auch immer bei diesem Glaubensbekenntnis, alle Katholiken in der Runde wissen, was ich meine, dieses Ich glaube an, wie ging das noch? Die heilige katholische Kirche. Das wissen die Protestanten auch. Das ist nur ein Wort anders bei den Protestanten. So, und genau diesen Ausspruch, die heilige katholische Kirche, habe ich nie gesagt, weil ich an die prinzipiell als Institution nicht geglaubt habe, aber daran geglaubt habe, prinzipiell, dass es was Göttliches gäbe, bis ich dann alt genug war, um zu erkennen, dass das alles nur psychologische Effekte sind. So. Batch. So viel, also mal wieder aus der Kindheitskiste geplaudert. Ich würde, wenn du fertig bist, Lydia, nicht, dass ich dir fertig. Auf den Punkt, den Bernd angesprochen, zurückkommen mit der Aussage, der Zugang zu den Menschen mit Esoterik zu gewinnen, so wie ich das beschrieben habe, Bernd, dient natürlich dem Zweck, Schaden abzuwenden von ihnen, damit sie dir überhaupt erstmal zuhören, weil Esoterik, ja, so lustig wie es ist, durchaus negative Auswirkungen haben kann. Die Unfreiheit von Entscheidung ist so ein Beispiel von Alexa. Und jetzt habe ich dir diesen roten Teppich hingelegt, Bernd. Und jetzt beschreite ihn auch. Nein, ich wollte das gar nicht selber beantworten. Jetzt also, musst du aber erstmal. Also das Wesentliche hat Alexa ja schon gesagt. Es darf niemals, oder beziehungsweise Sophia hat sie auch schon ganz am Anfang gesagt, sie hat ja eigentlich den Unterschied genau erklärt zwischen ihrer Freundin und dem Umfeld. Also es wird immer dann gefährlich, wenn es um so Sachen geht wie Abgabe der eigenen Verantwortung an irgendwelche ominösen Mächte. Und das, was Alexander hat es ja auch schon beschrieben, was du eben so schön gesagt hast, ja, da geht man dann vom einen Regal zum nächsten. Ne? Und wenn der Mond nicht mehr hilft, dann geht man halt zur Astrologin. Wenn die nichts kann, dann geht man zur Wahrsagerin. Also diese Abhängigkeit, dass man überhaupt kein Ende mehr da findet. Die zwei Sachen würden mir jetzt spontan einfallen. Naja, und dann natürlich im Krankheitsbereich, was Sophia geschildert hat, so Sachen wie Therapieabbruch und ähnliches Zeug. Ja, und dann, wenn du das beschreibst mit dem von einem zum anderen gehen, es hat ja irgendwann auch finanzielle Effekte. Also es ist ja alles auch nicht günstig, muss man ja sagen. Also man hört dann ja gelegentlich von Menschen, die das dann auch mit einem gewissen Abstand irgendwann betrachten, wie viel Geld sie ausgegeben haben für Dinge, die, wenn sie denn gewirkt haben, nur gewirkt haben, weil sie daran geglaubt haben, aber genau den gleichen Effekt hätten sie natürlich auch anders und ohne viel Geld bekommen können, wenn sie denn wenigstens sich geschadet haben. Nicht unbedingt, weil natürlich das Geld bezahlen für das daran glauben durchaus sehr hilfreich ist.
da sind wir bei der Dissonanztheorie. Je weiter das Kino weg ist und je teurer der Film, desto besser wirst du ihn finden. Klassisches, ja, das ist ein klassisches Thema aus der Placebo-Forschung. Ja. Ja. Also wir wissen, dass teure Placebos besser wirken als billige. Darum kosten solche Pillen, die auch nie tun. Wenn du das runtergewirkt hast, das wirkt, ja. Ja, genau. Also ich mag Sucker Punch, aber da werde ich mit Tommy keine Einigkeit finden. Da wirst du mit meiner Frau und mir keine Einigkeit finden. Wir halten... Ich möchte über was Bernd anderes mag Sucker Punch. Wir haben den über Wimpern animiert. Die Wimpern. Das wäre mir noch egal. Das ist ein Star Trek-Film, er macht dann beißen. Tommy, lies doch irgendwas aus dem Chat vor jetzt, bitte. Ja. Leute, aber ich habe mich auf Bernds Seite gestellt. Ich mag auch Sucker Punch. Wenn wir bitte, Lydia, du hast immer ein ehrliches Feedback gegeben, gebeten. Soll ich das jetzt mal ganz kurz? Sophia, erstens, Sophia, du bist zu Hause. Erstens. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nach Hause bin. Zweitens werde ich dir einen ganz großen Gefallen tun und nur einen einzigen Satz zu Sucker Punch sagen. Wirklich nur einen. Ein großartiger... Ja, du sagst nur einen und dann sagen alle anderen nein, auch einen. Ich werde es einfach abbiegen, weil ich danach was aus dem Chat vorlese. Ein Rezensent aus dem geschätzten Zeitschrift SFX, englische Zeitschrift, sagte über Sucker Punch, es ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Das ist natürlich ein Vergleich, der absolut ungehörig ist. Er sagt einen Satz und relativiert den Zweiten Weltkrieg. Ich fass es nicht. Der absolut ungehörig ist und darum möchte ich sagen, ich habe das nicht gesagt. Ich habe es nur zitiert. Magst du was aus dem Chat vorlesen? Das möchte ich jetzt gerne. Danke. So. Auch ein Heilstein. Aus Schwein, aus Holz. Um jetzt mal auch eine andere Person zu zitieren, ich sag's nur, was der gesagt hat. Ja? Ich hab's nur gesagt. Ich bin nicht der Meinung, dass der Film so schlimm ist wie der Zweite Weltkrieg. Auch nicht schlimmer, bin ich nicht. Du wolltest was aus dem Chat vorlesen. Das möchte Schatz. Ich gerne. Interessant, dass ich nie Schatz genannt werde, außer wenn sie es genau gar nicht meint. außer in diesem Tonfall. Ja, genau. Also. Sagt sich so toll. Ja, Schatz. Ich lese jetzt etwas aus dem Chat vor, möchte aber schon mal vorbemerken, dass das, was ich jetzt da vorlese, wird... Es sich um Sucker Punch dreht. Nein. Genau. Voll. Schlimmer als Stalin. Ne, Kessel von Stalin. Nein, ich möchte schon mal vorausschicken, dass dann dieses Gespräch, also für heute das Gespräch, weil das ist wirklich das Ende, aber ein positives Ende dieses Gesprächs. Sind wir uns da jetzt alle einig? Okay, es kommt jetzt also nicht nochmal was? Nein. Ich habe das dringende Bedürfnis, noch was zu sagen. Okay, siehst du, darum habe ich es gesagt. Nein. Sophia, leg los. Darf ich? Ja. Weil wir jetzt, finde ich, fast ein bisschen zu wenig über die Gefahren geredet haben, aber wahrscheinlich haben wir das in anderen Sendungen genug irgendwie thematisiert. Magst du vielleicht doch noch was zu Gefahren? Also ich finde, es gibt extreme Gefahren bei der Esoterik und ich hoffe, die sind auch allen klar und gehe auch davon aus. Aber da ja meine Herzensfreundin eine Esotante war und damit sehr, sehr glücklich, weil sie zum Beispiel eben nicht auf die medizinische Behandlung verzichtet hat und sich auch hat impfen lassen und. Aber ansonsten damit glücklich war, finde ich, wenn ihr es schafft, das in einem Maß zu machen, was euch gut tut und das quasi als skurriles Hobby betreibt, dann finde ich, ist es völlig okay und dann kann man das machen. Also man kann ja auch andere blöde Sachen machen, nur weil sie einem gut tun. Zum Beispiel sehr viel Eis essen oder sehr viel dumme Serien gucken oder. Also wenn man das als das begreift und sagt, ich habe da jetzt halt ein skurriles Hobby und manchmal pendel ich irgendwas aus, was ich ohnehin schon vorher weiß, nur um mich selber zu bestärken oder so, dann finde ich, ist es nicht schlimm und dann kann man das machen. Ich möchte nicht da jetzt allen ein schlechtes Gefühl machen, die ab und zu mal sowas tun. Aber so, wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche das oder ich kann nicht mehr ohne oder da muss es noch mehr geben und euch dabei ertappt, dass ihr nach der neuesten Channel was weiß ich was googelt oder wie heißt dieser Scheiß, der jetzt gerade so aktuell ist? Human Design oder irgend so ein Dreck. Also wenn ihr jetzt dann anfangt zu suchen und immer was Neues findet, dann ist wirklich der Moment, euch zu fragen, tut mir das noch gut oder bin ich jetzt gerade in eine Abhängigkeit geraten,
die überhaupt nicht gesund ist und die mir auch gar nicht hilft, sondern die eigentlich nur anderen hilft, nämlich mehr Geld zu verdienen. Das war mir jetzt wichtig, das noch zu sagen. Danke. Jetzt fertig. Ja. Schatz. Dankeschön. Hast du mich gerade geschatzt? Auf keinen Fall. Ich lese das jetzt vor. Kasus Knaxus schreibt: Danke für diese 2 Stunden. Ich musste heute meinen Mann beerdigen. Trauerfeier etc. In dem Moment der Wunsch, einfach nur religiös glauben zu können, was mir aber nicht gegeben ist. Dann Leichenschmaus. Irgendwann waren alle weg. Was nun? Dann fiel mir ein, es ist Dienstag. Da habe ich einen festen Termin. Das Ferngespräch. Ihr habt mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Danke dafür. Hatte ich recht? Hattest recht. Kann man nichts mehr sagen. Ja. Doch, alles Gute für dich. Alles Gute. Mhm. Eine dicke Umarmung und danke für diesen wunderschönen Kommentar. Dankeschön. Ja. Ja. Wow. Puh. Ja, gell, Lydia? Am Donnerstag. Wow. Ach so, ja. Ich weiß, das klingt natürlich jetzt irgendwie sehr seltsam, wenn man es da irgendwie anfängt, Werbung zu ausgehen. Ganz ohne Scheiß, ich würde mich total freuen, wenn du am Donnerstag dabei wärst und vielleicht hilfst dir ein bisschen und Man soll vielleicht sagen, bei was? Am Donnerstag. Ja, was ist am Donnerstag? Am Donnerstag ist ein Format mit, von und mit Sophia und das heißt Totgequatscht und da geht es just um den Tod. Insofern, wenn du Lust hast, Kasus Knaxus, sei doch dabei. Meld dich oder meld dich auch nicht im Chat. Auf jeden Fall hast du uns jetzt tatsächlich mindestens ein virtuelles im Sinne von seelisches Lächeln und wie man gesehen hat, bei manchen sogar ein sichtbares Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und das an einem Tag, der mit Trauer erfüllt war. Das ist ganz toll. Danke dir. Ich muss jetzt den Abspann anschalten, weil ich brauche ein Taschentuch. Bis zum nächsten Mal.